Wedelmarmelade, aber die gab es nicht. Und jetzt. Das ist aber natürlich. Da habe ich halt das gebuttert. Und dann noch, ich glaube, oder drei von den Pizzamuffins habe ich gegessen. Nom 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 nom. Er hat das gleiche wie gestern Abend, so Nudeln mit Bolo und Gemüse noch drunter und Knobi. Okay. Erstmal einen wunderschönen Sonntagmittag an Guten alle. Tag. Guten Abend! Nee, guten Tag! Um Gottes Willen. Er fängt schon gut an. Hi, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Egal. Ich weiß. Egal. Ja, wir sind. Pikachu! Irgendwie sind wir ein bisschen spät dran. Das Egal. tut mir auch furchtbar leid. War. Ich hab verpennt. Ganz ehrlich, ich habe Ist ein auch Hör verpennt. noch gerettet. Ja. Achso, ich habe dein Dings nicht auf. Ich wusste, ich habe es vergessen. Hab deinen Chat nicht offen. Hey Doc! Einen wunderschönen Sonntag dir! Servus! Zu meinem Stream noch nicht. Twitch bist du laut lustigerweise nicht online. Er braucht manchmal ein bisschen, bis es sich aktualisiert. Ah, jetzt. Und Goof, du altes Pikachu. Oh, warte Hi mal. Doc. Wo Oh sind, wo sind, wo sind yeah. meine Oh, Pokémon? yay! Dankeschön. Danke, Doc, für den Follow. Move to go. 6 more to go to 50. Fünf müssten sein. Nee, ich warte. Du hast dein Dings nicht aktualisiert. Revy war gestern dein 44. Ah, das Ding aktualisiert sich schon wieder nicht. Nee, weil du einmal, während du offline warst, einen neuen dazu Ja, bekommen es hattest. war entweder Fuchsband oder Black. Nein, Black war im Stream. Und dann war's. Nee, Fuchsbande war zwischendurch auch online. Ich war zwischendurch. McFishbone war es, glaube ich, der das versaut hat. okay, warte. Du bist immer noch älter als ich. Was hat das jetzt damit zu tun, Gu? Das ist eine gute Frage. Es wie sie rumzirrt. Stimmt, naja, laut dem Ding. Das. Okay, laut Dings, ja, gut, dann muss ich das ganz kurz anpassen. Bin gleich bei euch. Jop, jop. Du kannst So, du ich könnte zwischendurch schon nochmal anfangen, ja. Ich mach noch mein Tablet an. Zack, zack. Ich find's cool, dass es bei dir immer noch ganz normal funktioniert. Was denn? Tablet-Dings. App. Ja, Dingens. Ich kann das ganz normal benutzen. Naja, ich komme wie gesagt nicht mehr rein. 100, Startbetrag 45. Au, oh, das war mein Knie. 12. Füge die 30. Hä? Bin ich dein Boy? Wer hat was von Boy gesagt? Ich hab gesagt. Ich hatte Pikachu gesagt. Alter! Was sind das für Diskussionen hier heute? Ich hab grad keine Ahnung. Ah, Doc, ich freue mich auch schon auf Samstag. Fuck? Finde ich cool, dass wir das jetzt gemeinsam zocken. Bin verwirrt. Ich auch. Ja? 30 plus ist das neue 20. Ach so, deshalb. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Jetzt ergibt Sinn. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Oh, hallo, Schlafmangel. Ja, ich hab verschlafen. Ah, Doc, warst du jetzt eigentlich ganze Nacht munter und hast du deine Pizza bekommen letzte Nacht noch? Ich nehme es mal stark an. Glühwürmchen, Kronleuchter. Joine dir mal und dann wechseln wir die Szene. Ich bin gerade sehr merkwürdig. Ich würde gerne. Da ist er.
Schneckosaurus. Einmal joinen, bitte. Schnecko. Schnecko, Schnecko. Das geht auch mit dem Namen. Es geht auch mit Mokka und mit Schnecko. Doch was. Ja, ja, klar. Mokka, Mokka. Mokka, Mokka. Schnecko, Schnecko. Wobei bei Schnecko, das klingt halt so nach Schnecke. Ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Oh, es ist wieder ein Oreo-Keks da. Hab ich gerade gesehen. Fuxi! Hallo! Hi, Fuxi! Oh, warte mal, Fuxi. Oh nein, Tag, ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich meine, es war ja nichts drinnen, aber wer weiß. Fuxi, einen Moment. Fuck. Weil dann kann ich dir nämlich noch kurz den Dingsfuchs zeigen. I'm sorry fürs Gehen die ganze Zeit. Alles gut. Warte kurz. Nee. Oh, wo ist er denn? Ich da. Da ist der Halbfuchs. Warte. Ja, also, wer weiß, ich habe auch schon. Also, ich nicht, aber. Schau mal. Ist ja trotzdem blöd. Wenn da Brösel drin oder so sind, die können ja auch verkohlen und irgendwas in Flammen setzen. So. Aki. Ja? Der Tag hat gerade erzählt, er hat gestern seine Pizza noch bekommen, weil er so Knast hatte. Hat er Pizza essen wollen? Ja, das hattest du noch erzählt. Und er hat dann den Ofen nicht ausgemacht und ist um 5 eingepennt und der Ofen ist bis 11 weitergelaufen. Oh, shit. Oh nein. Es hat Gott sei Dank nichts passiert, aber. Trotzdem. Blöd. Ja, vor allen Dingen. Heißt umsonst. Und holst ein Heizbrikett dann raus. Ach. Nee, die Pizza hat er ja gegessen. Da hab ich sie aus. Hier, Fuxi hat dir gerade geschrieben, was soll ich denn sagen, Snacko, eine Stunde Schlaf, ich sehe aus wie der Tod auf zwei Beinen. Okay, kannst du doch gar nicht. So cute, wie du aussiehst. Ich hab nämlich jetzt bei dir zugeschaut. Ein Fuxi. Ah, ja, was? Fuxi hat dir das geschrieben. Ja, ich weiß. Ich hab doch gerade geantwortet. Achso. Oh, ich sage, wir sind durch heute. Okay, wir sind officially durch. Nee, Pizza war im Magen. Okay. Ja, Pizza war im Magen. Also Pizza wurde gegessen. Oh. Und der Ofen aber. Okay. Ey. Okay, I understand. Ich werde jetzt mal diesen Ständer fertig machen. Ja, mach den Ständer fertig. Mach den Ständer fertig. Was brauche ich? 3 Bombardierkäferbrocken. Ich gehe nämlich jetzt zurück. Warte mal, es hat mir wieder mein Inventar durcheinander geschmissen. Ah, meins auch. Wie ich das hasse. Wir wollten zum Roboter, glaube ich, gehen, oder? Oh ja. Yep, wollten wir auch. Stimmt, da war was. Sonst wäre das nicht gut ausgegangen, wenn die Pizza noch. Ja. Yep. Dann wäre er zu Briketts wach geworden. Ja, die Zeit war echt schnell weg. Aber es war cool. Es war echt cool, das Game. Fuxi, passt dir der Emote so? Also gefällt er so? Okay, hängt schon wieder fest. Inventar ist aufgeräumt. Ach was, habe schon öfter Keks gemacht. Ah, wie gut. Warte mal, warum habe ich eigentlich meine. Man beschwert sich hin und wieder über meine. Über die schwarzen Punkte auf dem Essen, wenn ich ein bisschen ganz sofort aufpasse, wenn es irgendwo ein bisschen mal heiß hergeht mit dem Ofen. Das nennt man Röstaromen. Ja, mich stören sie ja nicht. Aber ihn stören sie. Oh ja, der hat was Schelmisches. Ja, das wollte ich. Ich wollte nicht immer. Hey, juhu. Ich war immer so. Haha, hype.
So ein bisschen fuchsmäßig, dass es auch zum Fuchs passt. Ja, vielleicht finden wir noch Leute, die mitspielen wollen bei Valheim. Wäre cool. Samstags. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Also Black müssen wir noch schauen, ob der samstags Zeit hat. Er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte das nächste Mal spielen, wenn wir auch spielen. Black oder was? Ja. Nice. Mit Black zocken ist angenehm. Sagen wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwen. Übrigens, Stumper Buddy war ja gestern, hat ein bisschen im PC mit uns gesprochen noch, während des Streams. Und er gemeint, weil Laurent wieder nicht mehr spielt. Es ist auch. Es ist weil halt wirklich. Halt wirklich diese Hacker unterwegs sind und das ist halt. So, will ich verstehen. Ja, es ist halt ein Teil Hacker und der andere Teil ist halt, die haben nur live und zocken es halt wirklich 24/7. Ja. Oh, komm. Spinne? Ja, Minispinne. Das ist doch nur eine Minispinne, du hast einen Minzhammer. Ja, aber da drüben glitscht gerade. Was war noch einmal die Beschreibung davon? Und hier glitscht gerade die Wolfsspinne im da glitscht gerade die da, hier ist auch dieser komische lange Baumstumpf, ja, wo auch die au, du scheiß Milbe, so ja, wo am Ende doch dieser Klumpen hängt, ja, da es sieht gerade aus, als hätte der Baumstamm Beine und läuft die ganze Zeit auf der Stelle. Okay. Bild, Aki, warte. Ach genau, Bild. Jetzt hat. Ich sag's noch, dass ich dass ich's ändere, wenn's reingeladen hat und dann vergesse es trotzdem. Ich bin so ein Genius. Auch diese Schrei auch. Da hat's auch geschrieben. Die sind übel. Die sind so übel. Füchsi, wenn du magst, ich kann. Hat Aki auch nicht. Ich kann dir sehr gerne den Bot erklären. Und ich kann dir die Sounds erklären. Also und gebe dir gerne die Sound-Samples ab. Wir haben sie damals von Maichim bekommen. Und. Oh fuck, da drüben ist eine Riesenspinne. Eine Wolfsdings. Alter! Da drüben glitscht eine Wolfsspinne. Hier rechts ist eine Wolfsspinne. Ja. What the fuck is wrong? Vielleicht schon wieder zu viele Wolfsspinnen. Sollen wir mal schauen, ob man in den Einstellungen was machen kann? Aha, kannst gerne mal schauen, ob da ein Button dafür ist. Muss ich gucken. Da muss ich. Alter. Möchte mich zuerst in Sicherheit laufen, bitte. Aha, alles gut. Also wenn du magst, wie gesagt, wir hatten die Schreie und diese Sounds hatten wir von Maichen mal bekommen. Und die sind free to use. Kannst du gerne auch. Also ich helfe dir gerne. So. Hast du jetzt gesagt, ich habe Grenzen? Ich habe es nicht ganz gelesen. I have my limits, ja. Ah, okay. Alter, aber ohne Scheiß, an dem Baum glitscht eine innen drin rum, dann rechts davon läuft eine. Warte mal. Optionen. Das ist mir ein bisschen too much krabbel, krabbel. Vorlesen, Untertitel. Amigos, adios. Nee, da ist kein Button. Okay. Ah, es ist ja nur, wenn es zu viel ist. Das heißt, es ist nicht zu viel, sondern gerade rechts. Aber wir haben halt wieder Pech und das sind wieder nur Wolfsspinnen. Das heißt, wir dürfen wieder auch besonders gut aufpassen. Ja. Gestern musste ich bei einem Follower mit dem Namen so richtig geil feiern. Okay. Er hatte auch ein Subby dagelassen und da habe ich ihm gesagt, hier, such dir bitte einen Walk-On aus und der Walk-On passt zum Nick. Der Walk-On ist Senpai und sein Nick ist Real Hentai Senpai. Ich habe so gefeiert. Das ist gut. Genial.
Und auch einen guten Nick fand ich Pixel Buddha. Das war auch ein sehr cooler Nick. Ja, das klingt lustig. So. So, ist irgendwo noch was zu essen, was ich mit. Blech. Dieser ekelhafte Rosenkohl, der sieht so ekelhaft aus. Wir könnten nochmal runtergehen und mehr holen. Naja, könnten wir. Theoretisch. Wo hatten wir nochmal das Bären? Da ist es. Ich suche gerade was zu essen. und die Bombardierkäfer-Dinger wollte ich mitnehmen. Stimmt, du wolltest nochmal zurückrennen wegen dem Dings. Ja, damit wir den Ständer fertig haben. Wir könnten den Ständer auch hier bauen, weil da sind wir sowieso auch oft genug. Können wir machen, weil wir haben insgesamt 9 Bombardierkäfer-Dinger. Also wir könnten beides bauen. Da war das. Soll ich eigentlich das Licht anmachen? Ich hatte es nur ausgelassen, weil heute, weil meine Augen noch so im Sleep-Mode sind. Und das Licht ja so über Monitor drüber luckt. Aber wenn es zu dunkel ist, mache ich das natürlich gerne an. 5 Bombardierkäferbrocken und 6 grobe Seile. Yo, Doug, sie hat Ständer gesagt. Stellen wir das Ding eigentlich hin dann? Ist doch ein richtig großes Seil. Ich glaube, es wird heute nicht mehr besser. Nee. Jetzt hier hergestellt. Ja, hau hin. Mache ich schon mal die 4 Dinger da dran. Ach nö, ich hatte wieder das halbe Inventar mit rausgenommen. Ich Vollpfosten. Oh Mann. Nein. Was ist, wenn aber dann das fehlt jetzt noch ein Bombardierkäferbrocken und 2 Seil. Der war eigentlich drin. Bombardierkäfer müsste eigentlich voll sein. Ja, du kannst ja gucken. Er sagt, einer fehlt. Es sind ja 5, die du brauchst. Achso, okay. Ah, weil wir bei dem anderen, glaube ich, schon einmal einen eingefügt hatten. Das könnte sein. Jetzt hat. 4 hätten wir für den anderen. Ja, alles klar. Passt schon, Aki. Alles klar, Goof, alles klar. Die waren hier drin. So. Bam, bam. Okay, jetzt brauchen wir nur noch 2 Fertig. Seile. Nice. Das heißt, in Zukunft aufhängen. Warte weil mal. Du kannst Papier aufhängen. Okay. Also du kannst dieses Ding, wahrscheinlich wird das dazu getrocknet im Papier, falls du kein trockenes Gras bekommst. Also Gras kannst du aufhängen. Bin ich selber Singerin. Gut. Haben zu viel. Wegmarkierung Tunnel. Okay. Ja. Dankeschön. Okay. Brauchen wir vielleicht online gehen, damit wirklich etwas ausrüsten können. Also Hirsche jagen. Ah, okay. Wenn du die Hirsche dann noch findest. So, ist irgendwo irgendwas Essbares, damit wir das mal trocknen, für den Sound. Also, trocknen können. Da rein und warte, die Ameisenrüstung durch. Oh, jetzt dachte ich schon. So. Ja, da ist was zum Jagen. So. Hey, bleib hier. Der gefällt dir jetzt schon, der Sound. Okay. Es gibt ein paar Sounds, die sind ganz cool. Okay. Wir haben dann nur Spoiled Food, also ich glaube nicht, dass wir damit was anfangen können. Nee, man konnte irgendwas mitbauen, das weiß ich noch, aber deshalb hatten wir es ja aufgehoben. Ja, jetzt Spoiled Food kannst du den Pilz-Dings machen. Das Pilzbeet, ne? Ja, mehr kannst du damit nicht machen. Ja, dann können wir eigentlich bis auf 1 alles wegschmeißen, ne? Dum-dum-dum-dum. Ich überlege gerade, ob ich zum Roboter laufe schon. Ich bin fast dort. Ach so.
Also in der Nähe jedenfalls. Ich hatte Ausschau gehalten nach Sachen, die wir bei dem Teil da aufhängen können. Ich habe mich gerade. Weil Warte. zwei Maden habe ich jetzt gejagt. Achso, ja, warte. I'm verwirrt. Beziehungsweise zwei Läuse. I'm verwirrt. Alles gut. Wann bist du das nicht? Hey! Mit dir verkehrt. Alles. Nicht, beziehungsweise alles. Wir brauchen Da noch bauen Eicheln. sich zwei Fliegen an, Fliegen an, Fliegen an. Jetzt Schönes. bums ich die Fliegen an. Ich wollte gerade sagen, lass dich doch anbumsen. Yep, jetzt. Ich komme nochmal zurück. Und hänge das mal kurz noch auf. Ich bin jetzt in der Nähe vom. Also ich bin noch nicht dort, aber. Ja, ich bin hier nur. Also ich sehe das Häuschen schon 60 Zentimeter. Ameise. Na, verdammt. Ich sammle ein paar Eichel, weil vielleicht könnten wir doch irgendwann nochmal diese dämliche Da drüber? Wendeltreppe bauen. Gerne. Boah! Nur. Warte, ich hol's an Ja, der der war jetzt sehr laut. Jetzt kam der urlaute Fanfare, mich jetzt dazu gerissen. Deswegen so ein Boah. Wubidi-wa. Irgendwie gefällt es mir nicht, dass hier so dunkel ist. It's so. Oh mein Gott, es ist so dark. Yep. War dumm. Tsch. Ja, ich hatte es gedacht, dass die Fail-Fanfare steht, aber eh dabei, was ist, glaube ich. Wir könnten jetzt gerade echt voll den Flachwitz bringen, von wegen, hey, wir könnten ja Dark fragen, ob er einen Feier macht. Und dann ist wieder heller. Er schreibt gerade wow. Ja, ich bin gerade im Labor, Aki. Ja. Die Spinne ist immer noch hinten gespawnt und backt rum. Also dann ist es jetzt schon die dritte, ne? Wow. Dass sie sich ein bisschen bewegt. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, Dark. Oh, das war gerade wirklich, also, wann passiert es schon mal, dass wir den Nick komplett einbauen können? Oh, Scheiße. Nee, aber nur schwarzes Licht. Naja, dann können wir einen auf Star Trek Discovery machen und sagen schwarzer Alarm. Okay. Ja. Wir haben zwei neue Quests, weil eine haben wir noch nicht abgeschlossen. Die dritte Quest ist Jäger. Sag Töte mir nicht, drei dass man. Wolfsspinnen. Jetzt weißt du, warum solche vielen verfickten Spinnen da rumlaufen. Ich habe Angst vor den Spinnen. Ich will schon die gelbarschigen gruselig. Soll ich es annehmen? Nein. Aber Okay. die geht aber auch nicht mehr weg. Ich einfach ablehnen, fertig. Ja, okay, dann lehn ab. Weil sind wir ehrlich, ich möchte nicht mit denen. Ich will. Nein. Nein, also. Nein, weil ich kenne uns. Wir, oh, warte, Zocker. Und hey, Zocker! Hi. Warte. Danke. Hab's gesehen. Hab's gesehen. Nicht da irgendwas klicken, weil das Ding Rising Coordinates. Ja. Jetzt die Frage, soll ich das Licht anmachen? Ah, wie Weiß nicht. gesagt, ich hatte es nur nicht wegen meinen Augen. Was ist da Ausgang? Da ist der Ausgang, ja. Ja, es ist ja doch ein bisschen freundlicher. Ach ja. What the So, bist du fertig? Nein. Irgendwas hat da jetzt ein richtig krasses Geräusch gemacht. Also anscheinend The fuck? dauert das Trocknen dann recht lange. Naja, muss ja auch trocknen. Ach nee, oder? Vor allem den einen, die eine Laus hat es durch den Kopf aufgehangen und dem anderen hat es einmal den Haken durch den Arsch gejagt.
The fuck? Einfach mal so beim Popo rein und bei der Wirbelsäule wieder raus. Hallo Marienkäfer. Tschüss Marienkäfer. Mir ist zu dunkel, alleine durch den Wald zu laufen, durch die Wiese zu laufen. Dann bleibe ich mal hier. Ah, ich bin gleich da. Ja, genau, Dark. The Louse Centipede. Ja. Jetzt hat es mich doch ein bisschen geschüttelt. Fehlt noch einer. Ja, wenn der in der Mitte weg ist, also wenn, wenn man die Pflanzenfaser dann irgendwann wegnehmen kann, könnte man da noch eins hinhängen. Hier, schaust du dir an. Der linke wird analysiert und der rechte... Ja, ich seh's. What the fuck. Okay. Die linke Laus hat sicher Aki aufgehangen. Guf, ich hab beide aufgehangen. Ah, hi, Dampfe-Buddy. Hm, ich hab beide. Hey, Buddy. Aber bedenke, dass die Läuse, auch wenn sie über dem gebraten werden, dass da auch der Stecken quer durch Arsch und Mund durchgeht, also... Dann, ja. Da herrscht dann Durchzug. Agi. Oh, ja. Wir schlafen in dem Spiel. Ich meine, ich will auch im Real Life schlafen, aber... Bei der linken sieht man deine Vorlieben. Nein, ich bin kein Analgeneral. Kein Analgeneral? Ja. Ja, okay. Ja. Aber es ist fertig getrocknet, glaube ich. Ist jetzt fertig? Ja, oh mein Gott! Guck mal, wie es zusammengeschrumpelt ist. Ja, und trockenes Gras. Ja. Ich hänge dir zwei neue drauf. Du das. Ui, Deibel. Dazu sag ich nur nüchtern. Sowas ähnliches wollte ich auch sagen. Nope, Aki's not nee. Aki's not amused. Nee, Aki ist nur nicht so angehaucht. Nee. Achso. Das waren. Was? Nee. Ärger dich doch nur, Aki. At least it's clean. Zwei Tröpfchen sind für mich auch da. So, warte mal. Läusedörrfleisch. Stimmt, und es hat keinen Ablauf mehr. Nice! Sehr gut, es hat wirklich kein Ablaufdatum mehr. Das heißt, jetzt hängen wir alles nur noch auf. Okay. Mich bitte auch, danke. Die Treppe ist aber riesig, bitte. Ich dachte, die ist nicht so riesig. Wow. Alter. Naja, wer hatte gesagt, dass die doch sehr groß ist? Mhm. Irgendjemand hatte uns gesagt, hey, Vorsicht, die ist eh riesig. Und kostet auch viel. Ja, yep. Genau. That tastes really good. Gott, sind wir schön kaputt. Yes. Aber, totally stolz drauf. Totally stolz. Irgendwas, mein Fuß hat geknackst gerade. Bist jetzt doch schon im knackigen Alter, liebes Neko. Langsam aber sicher. Irgendwann hole ich dich ein. Das geht nur, wenn ich vor dir drauf gehe. Ah. Dann kannst du mich überholen. Ich will noch irgendwas jagen. Ich möchte gern noch was auf den Haken hängen. Du stehst auf den Haken, gut zu wissen. Na, vor allem, weil ich halt... Weil ich festgestellt habe, dass es eben nicht mehr spoilt wird. Ich frage mich echt, wie man das in das Nebellabor kommt. Ist echt interessieren. Ja. Und ob wir... Nee, ich glaube nicht, dass wir da schon reinkommen. Hätte ich nämlich gesagt, wir können ja schauen, ob wir mittlerweile reinkommen, aber... Da war ja halt nichts, ne? Wir waren aber auch... generell so links oben, also nach dem Teich, und so linksmäßig von der Map waren wir auch noch nicht wirklich. Wenn du willst, können wir gerne hingehen. Müssen wir aber auf jeden Fall schauen, dass wir die Gasmasken anpacken, weil sonst... Ja, du bist ein Picky Eater, ohne Scheißmittel. Ja, ich freue mich aber heute aufs Essen mit Chris zusammen. Lecker Rinderrouladen. Wo kommt der Tropfen her? Lol. Welcher Tropfen? Da ist ein Tropfen mitten im Camp am Boden. Lol. Hängen oben noch die zwei? Ich habe einen getrunken, beziehungsweise einer müsste noch. Vielleicht lag er
oben an dem Blatt und ist halt irgendwie runtergegangen. Einer müsste noch da sein, ja. Also einer ist noch da, ja, klar, sie. So, blub, blub. Ich habe ihn getötet. Ist es in Ordnung, wenn ich mir den letzten da oben für die Flasche nehme? Natürlich. Danke. Ich hatte dir extra zwei übrig gelassen. Dankeschön. War mir jetzt nicht sicher. Das geht. I don't want that you are hungry or thirsty. Hm? Ich möchte ja nicht, dass du hungrig bist oder so. Oder durstig. Oh, dankeschön. Hatten wir nochmal die Masken reingehauen eigentlich? Da ist. Oh, die sind auch schon fast hinüber. Müssen wir neue bauen? Naja, vielleicht. Oder kann man es reparieren? Ich habe gerade meinen Speer geschmissen. Ich hoffe, dass man es reparieren kann. Warte mal, mit R. Zwei Fliegenpilz und Seil. Fliegenpilz, nicht Pilz. Ja, habe ich gesagt. Ich habe Pilz verstanden. Kann auch sein, dass ich es gesagt habe. Weiß ich nicht. Wir stellen fest, auf jeden Fall Überreste von der Fliege. Oh Gott, es tut so weh. Ich wollte es letztens anfangen, aber dann kam die Nanny dazwischen. Mit der Vision of Escaflowne. Oh. Ja. Vision of Escaflowne ist so geil. Ich habe mir jetzt extra den Film nochmal angeguckt. Und habe dann die Serie mir jetzt auch dann wieder abgespeichert. Warum? Und die möchte ich jetzt auch wieder schauen. Kannst du nur empfehlen, Dark. Ich habe die damals hoch und runter gesuchtet. Wobei ich persönlich die Serie besser als den Film finde. Ja, auch mal meine Rüstung generell. War schon. Das war früher einer meiner Lieblingsanime. Angeknackst. Meine gehen noch. Macht jetzt nämlich schon wieder keine Eichel mehr. Hat man die Eichelsachen eigentlich drin gehabt? Da. Den Fliegenpelz muss ich. Die Laus ist schon wieder. Wird schon wieder analysiert. Es schaut so weird aus. Ich kenne die doch. Ah, hast du die also damals auch gesehen? Warum habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit die Flackel aktiv? Fackel. Flackel? Die Flackel, ja. Damit du keinen Flackerl auf dem Boden machst, wenn es dunkel ist. Oh, hi, Peggy. Danke für den Furz-Sound. Wir brauchen echt irgendwie eine eigene Kiste nur mit Klee. Hey. Das sieht schon ein bisschen creepy aus. Okay. Hi, Becky. Oh, ich hätte es ja denken können. Halleluja. Ich hätte es ja denken können. Da braucht das? 9 Minuten braucht das noch in dem Spiel. Was denn? Das Essen. Aber wir gehen jetzt einfach mal los, oder? Und ich habe zwar nichts, nur ein paar. Ach, da! Zur, adiabatischen Trocknung geeignete Nahrung hinzufügen. Hä, wo siehst du, wie lang das noch braucht? Rechts oben, die Zeit. Das ist ja aber die Ingame-Uhrzeit, oder? Ich glaube schon. Aber, nicht wie lange es noch braucht, sondern wir haben jetzt 9.47 Uhr. Also. Und das war der richtige Unfallsound. Einen wunderschönen guten Tag, Ravi. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und ich hoffe, deiner Mama geht's besser. Egal, wir gehen jetzt einfach mal los. Yes. Let's do this. Ich habe zwar nichts zu essen, aber... Ich habe zur Not... ich habe zur Not zwei von diesen Fleischstücken dabei. Komm mal her. Oder? Ich teile mit dir. Bitteschön. Oh, dankeschön. Gerne, gerne. Nee, leider sieht noch. Sieht ekelhaft aus. Aber der Pflegedienst meint, dass es morgen besser sein wird. Ich hoff's. Und es fing direkt danach an, oder was? Nachdem es pieks. Wo bist du hin? Wo bist du hin, du kleine Laus? Die ist da oben auf dem Blatt. Dich. Jetzt nicht mehr. Bleibst du mit. Bye, bye.
denkt sich nur, bye bye, I don't want to see you anymore. Oh Gott, jetzt habe ich mich vor der. Ja, vor der... ich habe mich jetzt auch kurz erschreckt. So, sie ist tot. Vicky hat mir gerade seinen kleinen Teller an Pizza Muffins gezeigt. 10 Stück drauf, oder was? Mehr. Echt jetzt? Ja. Okay. Na ja, gut. Er ist ja auch ein großer Mann. Bei 1,90, da kann man sowas schon mal essen. Und die sind jetzt auch nicht, dass man sagen würde, Kopf groß oder so. Es ist ein eine Pizza, der Muffin fertig. Genau, und das ist ja nicht groß. Muffin-Pizza. So. Kann man, habe ich eigentlich irgendwas zum Erforschen, wenn ich jetzt schon da bin? Neues Anschreiben fertig. Neues! Also abends Kopfschmerzen, am nächsten Tag dann Grippesymptome. Ja, super. okay. Irgendwer ist Dings gerade gestorben wegen. Ja, Essen ist an sich das Wichtigste. In diversen Survival Games. Ja. Ich bin eigentlich richtig. Wo bist du? Ach, du bist da noch hinten drin. Alter, Becky! I will kill you. Ach, Aki. Hast du auch mal den Sound getriggert bei mir? Ja, weil irgendwie trigger ich nie. Ich habe zwar deinen Stream im Hintergrund offen, aber ich trigger nie. Jetzt dachte ich mir so, ich könnte ja auch mal triggern. Hattest du noch nie gemacht. Solltest du mal, ne? Sollte ich öfters machen. Weil wenn ich eher am Handy, weil ich habe das Handy immer vor mir stehen, an der Tastatur. Ja. So, aber... Ja. haben wir noch einen Fliegenpelz? Weil theoretisch... Theoretisch! Wir noch. Wow. Hey! Also wir haben kein Bier, aber ich will mal eine Currywurst-Calzone probieren. Das ist ein Arschloch. Was? Currywurst-Calzone. Oh, ho, ho, ho. Die Städte, die Freitag geimpft wurden, sind, geht's besser. Es wird. Also. Bin ich hier? Oh fuck. Aki, Hilfe! Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Nur noch 80. 70. 60. Oh, scheiße. Ich renne. Necro Rescue on the way. Ei. Wo ist die zweite? Da war noch eine zweite. Ich werde dann auch mal meine gasige Maske aufziehen. Fuck. Hier, schau sie dir an. Das sieht so eklig aus. Wo bist du? Ja, ich weiß, dass das eklig aussieht. Das sieht so aus. Meine Angst hat mir gestern die ganze Zeit geflüstert, weil sie geht. Tagesstätte für Kranken und alle. Montag dort geimpft wurden, hatten kaum Nebenwirkungen. Alle, die Freitag geimpft wurden, sind lang flach. Es kommt halt auch drauf an, welcher Impfstoff es war und wie gut du ihn verträgst. Ja. Irgendwo rechtsmäßig waren Baumwanzen, damit du es weißt. Okay. Ah, ich sehe sie, ja. Und ja, ich werde schon von... Ach da. Ja, die spucken aber auch irgendwas. Das sind Arschkäfer, die sind... was? Und mein Kopf hatte dann richtig Panik geschoben. Ja, kann man aber auch verstehen, Ravi. Das kann man verstehen. Vor allem, wenn man halt so auch die ganzen Geschichten hört mit dem einen Altersheim, wo doch die Hälfte der Leute draufgegangen ist nach der Impfung da. Was? Wenn ich alles mache, überlege ich. Übrigens, Becky hat geschrieben... Wenn ich Akis Maske so sehe, überleg dir das noch einmal mit dem Schnitzel und Blowjob Day. Ich hab's gesehen. okay. So, nein, wir waren weiter rechts, naja, waren wir noch nicht. Du musst dir ja nur noch mal das hier anschauen. Hier, warte mal. Auf mich anzuspucken, du blöde Mistkröte.
Hier, schau dir Snecko von vorne an. Hier hast du schon mal so ein. Der Fliegenpelz, der vorne drin steckt, das ist halt so dieser extra Kitzelfaktor dann für dich. Ja. Extra Reibung. Oh Gott. Es ist eindeutig wieder gestern zu spät geworden und heute zu früh. Ja, eindeutig. Aber Revy, ich bin mir sicher, wenn es eh schon ein bisschen besser geworden ist, dann passiert da auch nichts mehr. Bin ich mir 100% sicher. Fuck. Riesenwolfsspinne Ist es das? vorwärts. Nee, ist mit. Hatte die nicht gerade ein gelbes Orsch? Nee, hat sie Nein, nicht. hat sie Scheiße. nicht. Ist eine Big Bada Boom. Danke. Was ist? Sie hängt fest. Sie hängt in der Rille fest. Nein, jetzt kommt sie in deine Richtung. Doch, warte, jetzt ist sie stehen geblieben. Sie schaut blöd. Und sie dreht um. Okay, ich bin froh, dass wir. Ich bin froh, dass wir die Quest nicht angenommen haben, dass wir diese Ohrschreigen jagen. Ja. Heilige Scheiße. Black, Hallöchen. Einen Ahoi. wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Hallöchen. Halleluja. Ich frage mich, Also ob wir das war bis zu jetzt. diesem Fisch rüberkommen eigentlich. Sollte möglich sein. Ist so dieses Band mit Under Construction, aber das ist ja egal, glaube ich. Also die Ey. Spinne hatte, die Wolfsspinne hatte mich ein einziges Mal getroffen und Aki ich war hatte fast tot. Hast gestern alles gut überstanden? Geht's dir gut? Ja, ich weiß. Ich hab's ja dann eh nicht gemacht. Ja, dann eh weggelaufen vom Troll. Aber wir haben gestern nämlich bei Valheim haben wir nämlich einen Troll gesehen von weitem. Und es hat mich aber so getriggert, den irgendwie mit dem Pfeil anzuschießen. Und Dark schreibt jetzt, Gott, und du wolltest den Troll gestern anschießen. Schau dir an, was passieren kann. Stimmt ja, ihr habt ja beide recht. So. Ich möchte schauen, ob wir da zu dem Bienenstock rüberkommen. Alter Schwede, das Vieh war garstig. Und auch wenn man denkt, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt, es waren, ne, sie schon, wurden Kinder. Dort wurden dann. Naja, du, Remy, die haben sowieso keinen. Guck mal, das, was. Die hatten sowieso nicht meiner Meinung nach genug Zeit, um alles zu testen. Es hat mit Sicherheit auch seine Gründe, warum in der Schweiz gar keiner der Stoffe zugelassen ist. Irgendeine Biene am Boden. Mit Pennen. Oh mein Gott. Hört ihr das an? Sie fliegt gegen den. Ja, sehr klug ist sie aber nicht. Es ist ein Hummel, was erwartest Da du? liegt noch eine. Die schläft auch. Aki, was genau gibt es eigentlich als Special Stream? Also wir werden mindestens 12 Stunden machen. Also mindestens. Es wird Community-Spiele geben, es wird Giveaways geben, wir werden zeichnen, wir werden Commissions. Also ich würde gerne die ein oder andere Commission verschenken, also ein Spiel. Nee, kein Cabador-Cosplay, aber es wird, ich habe mir diesmal was anderes Kapador, überlegt Kapador. Als ein Onesie.
Ich möchte aber noch nicht zu sehr verraten. Ich habe es nur ganz wenigen bisher gezeigt. Und ich möchte aber nicht zu sehr verraten, was es diesmal wird. Es wird aber diesmal kein Onesie. So viel ist zu sagen. Nee, kein Carpator. Relaxo. Also es ist ein. Ich habe was Pokémon-artiges gefunden, aber es wird kein Onesie sein. Aki, ein ganz trauriges Gedicht für dich, gespendet von Becky. Rosen sind rot, alle Dinos sind tot. Ich finde das sehr schade, darum hole ich mir Schokolade. Und wo ist meine Schokolade, Becky? Hier? Jetzt bin ich traurig. Das heißt, Neko ist die einzige Überlebende ihrer Art. Ah, scheint so. Aber auch nur, weil ich den anderen alles weggesnackt habe. Wow. Ja. Umso mehr bin ich immer sehr stolz, dass du mit mir dein Essen teilst. Gell? Es gibt zwei Menschen, mit denen ich mein Essen teile, du und Becky. Ja, ich teile auch nicht mit vielen mein Essen. Also auf jeden Fall wollte ich Universum zocken, weil da könnt ihr mir nämlich das Leben zur Hölle machen, wenn ich versuche, meine Stadt aufzubauen oder meine Welt aufzubauen. Ihr könnt sie abfackeln, ihr könnt Diebstähle machen, ihr könnt aber auch eine Familie gründen und was weiß der Geier nicht alles. I mean, this is probably what bottled water is. Da gibt es ja nicht mehr viel. Du, wir sind auch hier nicht lang wegen der Absperrung damals. Ah. Also, ja. Aber ich glaube, das ist. Are red, violets are blue. Vodka costs less as a diner for two. Ja. Naja, kommt drauf an, wie viel Wodka du kaufst. Also wie gesagt, Universum möchte ich dann auf jeden Fall spielen. Und den Rest werde ich noch planen. Auf jeden Fall wird es ein paar Giveaways geben von den Spielen her. Oh. Und es wird, da ja auch irgendwie so Interesse bestand, werde ich ein paar Chibi-Commissions, also wenn man zum Beispiel sich selber als Porträt haben möchte, werde ich da Commissions verlosen. Weißt du eigentlich, nice wäre für einen Special Stream. Was denn, Ravi? Tell me what? steht auf zwei Bienen und. Was? Oh, nee, steht auf zwei Beinen und war in Super Smash Brothers. What? Aki, bin ich jetzt größer in dem Ding? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, leider nicht. Schade. Stell mal vor, die Sonne würde durchscheinen und dann. Pssst. Würdest mich abfackeln. Wenn du eine Capture Card hast, dann könntest du Miitopia. Ich hatte schon überlegt, dass wir dann auch Mario Kart zusammenspielen könnten. Scheiße. Nein, 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 Absturz. Fuck. Das wollte ich nicht, ich wollte da rauf. Ist nur Gras drin. Komm hoch zu mir. Bin unten. Okay, du bist schon drin. Ah, blöd. Ich hoffe mal, dass du jetzt nicht stuck bist. Ich hoffe es auch. Wenn ich Skill habe, kann ich darüber springen. Nee, ich bin draußen. Sie ist wieder da mit ihrem Zauberstab, mit ihrem Baguette Magique. Gehen wir mal zum Dings. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich schon wieder nicht. Ich bin draußen. Ich bin jetzt gerade wieder Richtung Magnifying Glass unterwegs. Gehen wir mal in die Richtung und dann Richtung... Rocket League Turnier. Oh, da wäre ich aber auch dabei. Rocket League spielen spielt kaum einer von uns. Ja, ich würde aber mitspielen, wenn das jemand spielen möchte. Rocket League Turnier? Wo nein. Wir gegen... Nein, nein, also... Nein, du verstehst es falsch. Rocket League Turnier 4, ich glaube, es war 3 gegen 3. Gibt es, glaube ich, dass du in der Community 3 gegen 3 spielen kannst. Naja, ja, und? Dann spielen wir halt mit welchen. Sind wir halt aufgeteilt und spielen mit welchen, die das schon länger spielen. Aber wir könnten es gerne auch mal, genauso wie Overcooked, auch mal abends spielen. Das wäre vielleicht mal ganz nett. So wie wir in BFG auch mit Revy schon Dings gezockt haben, könnten wir ja auch mal, wenn Dark Lust hat, an einem Dienstag- oder Donnerstagabend, ja auch mal Rocket League zocken. Da hätte ich auch nichts gegen. Können wir gerne machen. Ich hab,
Die 2 Stunden sind ja sowieso BFG, also im Prinzip ist da ja eh freie Wahl, was wir spielen. Wir wissen ja eh nie, was wir zocken sollen. Dann können wir ja das auch. Dann macht es ja gerade Spaß. Was habe ich jetzt überlegt? Ja! Fuxi, da nudelst du uns komplett weg. Ja, Valo, da müssten wir üben. Naja, aber im ersten Moment hätte ich jetzt halt gesagt, Universum, ein bisschen halt so Sachen, die man auch zusammenzocken kann. Eben Spieleverlosungen, Commissionverlosungen. Und es wird halt in mindestens 12 Stunden Stream. Das auf jeden Fall. Eieiei, Aki hat was vor. Noch in, ja, klar. Nur diesmal keine 100 Nuggets. Warum nicht? Weil mein Magen sonst dann komplett im Arsch ist. Dann soll ich die 100 Nuggets essen. nee. Das ist ja dein Stream, also. Alles gut, beim letzten Mal haben wir ja auch Ben und Ed zusammengezockt. Nee, aber das wäre so die Überlegung jetzt erstmal gewesen. Kann ich darauf? Nee, da rutsche ich runter. Ah, warte, da geht's rauf. So, ha, geschafft. Ich bin auf einem Stein drauf. Du bist auf einem Stein. Hallöchen. Hi. Bums. 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 Na klar, momentan ein bisschen festgesuchtet und fast jeder Stream war will Silber 1 schaffen, bin aber weit weg davon. Aber du wirst sowieso mit fast jedem Stream einfach nur besser. Und dann sagst du immer, du bist nicht gut und nicht mehr so, what the fuck? Ja. Au. Absturz, Absturz. Das Gras hält mich fest. Das Gras hält mich fest. Wo? 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 Das ist das Labor. Ja, nein, ich werde angegriffen. Ach so. Ah, da. Da, unterm Blatt, dieses Arschloch. Da kommt noch eins. Oh Gott! Entschuldigung, Ameise! Ich dachte, du bist ein... Ameise stirbt sowieso früher oder später, also... Ja, wir haben es im Prinzip erlöst. Ich frag mich trotzdem, wie man da reinkommt. Ey, nothing ich habe immer noch die Bongo-Trommeln, die Busch-Trommeln. Nothing but a mistake. Ah, deswegen. Achtung, der explodiert. Yep. Ich dachte, man muss ihn erst kaputt hauen, bevor er explodiert. Nee, die explodieren mit Absicht. Warte. Entfernung. Ja, dann explodier auch, du Arschloch. Jetzt. So. Weißt du, was mich die erinnern? Die Viecher? Oh. Die erinnern mich ein bisschen an Prinzessin Mononoke, an die Götter, die so verseucht sind. Diese komischen. Oh nein. Was? Ich muss meine Brille ablegen. Oh nee, siehst du denn nicht? Kannst ja mitmachen. Ich sehe ja wenigstens was ohne Brille. Ich wollte gerade sagen, aber du siehst ja mit und ohne Brille. Verdammt. Blöd. Blöd gelaufen, ah? Ja, so ein bisschen. Warum? Ah, ich muss mir mal so einen Timer einbauen, wo ich dann sehe, wie lange noch. Ja, wolltest du das nicht eh schon längst machen? Ja, eigentlich schon. Ich habe nur noch nicht geschaut, wie man einen Timer einbaut. Wie kommt man in dieses Labor rein? Kann uns das jemand verraten? Versperrt. Aber es muss irgendwo ein Labor-Eingang-Dingens geben. Was? Musste einfach sein. Ja, Black ist okay. Bin zum Teil in der. Werd schon wieder attackiert. Ich sehe nichts. Absolutes Lieblingsspiel. Ach, hier. Ich habe das auch nur mal zum Release gespielt. Ich habe es nur mal zum Release gezockt. Ja, das haben wir alle, glaube ich, mal nur zum Release gezockt. Das war es dann, aber... Yep. Fuck. Wir haben natürlich nichts zu reparieren, da Masken dabei, gell?
Nope. Genius. Man ist nämlich schon wieder bei der Hälfte. Ich meine, wir können ja eh noch, wir sind ja eh zusammen im Discord, da können wir eh noch reden, was wir dann letztendlich dann zocken. Halt mal deinen Menüknopf am Handy gedrückt und sag Timer 10 Minuten. Ja, ja, oh Mann, ja, aber ich meine ja im Stream. Dass man im Stream, dass der im Stream aufscheint. Genau, und dass vielleicht so ein Panda-Bild dabei ist, dass er, der gerade wirklich so da sitzt. So. Ich sehe nichts, wo ist dieses Kackviech da? Wow! Habt ihr auf mich eingeschossen, oder was? Anscheinend denken sich auch, ne? Aki sieht gerade nichts, also alle auf Ida drauf. Wahrscheinlich. Müssen wir tauchen? Nein, tief genug ist das Wasser nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, nicht. Wow, oh Gott! Was hat mich jetzt angegriffen? Da ist, oder? Das bewegt sich. Das ist gemein. Ich gehe doch nur nach Farben, wenn ich keine Brille auf habe. Und wenn die Dinger fast schwarz sind, ist das kacke, ja. Ja, ich werde auch schon wieder attackiert. Ja. Da bewegt sich was, da bewegt sich was, da bewegt sich was. Da kommt noch was. Ah, oh. Buschtrommeln sind vorbei. Also ich erledigt. Ja, die Trommeln. Aki, plus eins, wenn du dir einen Panda malst und den immer andrückst, wenn die Brille absetzen musst. Ja, genau, das meinte ich ja, sowas in die Richtung, dass wir dann, keine Ahnung, so eine Einblende haben, wo dann eben so ein Panda ist, der versucht so, weißt du, so, und der versucht irgendwas zu sehen. Ich sehe auch nichts. Dann eben so ein kleiner Timer mit runterläuft. Und das könnte man dann eben auch mit einem Haarreif machen. Nicht denn Taste hier. Ach, alles gut, Tag. Aber warte. Das Labor war da drüben. Nee. Müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall. Also das, was ich mir jetzt zum Anziehen rausgesucht habe, sah eigentlich ganz lustig aus. Ah, oh, nee, nicht schon wieder. Und kann man tatsächlich dann auch im späteren Verlauf öfter benutzen. So. Wenn man so Themenzeichner-Streams hat und sowas. Ich würde gern wissen, woher dieser Ausbruch kam von dem scheiß Zeug. Ja, ich würde auch gern wissen, was jetzt dazu geführt hat, weil wir wissen ja, dass die damit übelst rum experimentiert haben, dass sie echt Scheiße gebaut haben und ja. Aber wo ist der Eingang? Ja, schon, wo bin ich hier war eigentlich? Das ist ein Spinnennetz, deswegen bin ich jetzt zurückgerannt. Aber beim letzten Mal war hier auch keine Spinne. Ich dachte, das war ein anderes Gebiet. Nee, wir sind da, wo wir beim letzten Mal auch waren. Und hier hatten wir ja alles abgesucht. Aber irgendwo muss es ja einen Eingang geben für dieses... Ja, vielleicht muss man halt woanders eine Quest fertig machen, weißt? Und dass man dann reinkommt. Ja, aber das ist ja, war ja bis jetzt auch nicht wirklich so, sondern es war immer in der Nähe irgendwie noch ein zweiter Eingang, über den du reingekommen bist. Ich hätte ja dieses WE noch gerne gezockt, aber Controller liegt noch im Hotel. Scheibenkleister. Das ist doof. Das ist das, was mir ein bisschen irritiert, dass du das bis jetzt ja immer das so in der Nähe war. Und dass da jetzt überhaupt nichts ist. Ja, die andere Möglichkeit ist, dass es halt noch nicht freigeschalten ist, aber dann wird es keinen Sinn ergeben. Ja. Warte mal, da ist eine Laterne. Weißt du was? Warte jetzt. Ja. Kommt man? Level, you, no. Thank you, Level. Alles klar, Ravi. Bis gleich. Bis gleich. Oh Gott. Echt jetzt? Dann gibt es ja nur Videos dazu. Ich will keine Video. Ich will sehen, wo das auf. ETF? Ja.
Man konnte gerade den Pilz einsammeln. Der war eigentlich ganz groß und trotzdem konnte ich ihn einsammeln. Aber es war ein ganz normaler Pilz, also jetzt nichts irgendwie Okay. Außergewöhnliches. Kann ich den essen? Ich nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich nenne es mal Infovideo. Und mit ja. So, zack. Und damit hallo und her. Auf die Laterne kommt man anscheinend im Moment auch nicht. Labor, das ist für mich ja nicht. Wahrscheinlich nicht, weil er nicht so programmiert. Ne, das ist nur wieder der Holzvorsprung, ne? Yep. Würde uns ja reichen, wenn irgendwo steht, ja, nope, das ist im Moment noch nicht accessible. Ja. Dann wissen, dass wir hier noch nicht rumgammeln brauchen. Genau. Das war jetzt der Kreis, sind wir im Kreis gelaufen. Ja, wir sind fertig, glaube ich. Beat macht mich gerade Kiere, weil ich einfach nichts sehe. Ich sehe einfach ja, ich weiß, ich sehe auch nichts. Warte, waren wir hier drin? Ja. Ohne Brille verläuft halt alles ineinander. So, und dann gibt es ja noch einen Bunker, zumindest haben wir nur noch einen gefunden und der war beim Giftgas. Für mich ist es gerade einfach nur ein Farbenmatch. Da fangen die Augen an zu trennen. Was uns da erwartet. So, Gabax, du kennst dich da wieder lang. Halleluja. So, Leute, wer kennt alles Fairy Tale? Steht auf meiner Liste von Anime, die ich noch schauen muss. Was denn jetzt? Ich habe ein paar Szenen davon gesehen und dachte mir, ja, möchte ich schon. So, stell mal Passwort eingeben. Ja. Aber es dauert halt immer so lange, bis man. Also bei so Fairy Tale ist. Was ist drin? Hä? Wenn etwas so viele Folgen hat, schreckt es ein bisschen ab im ersten Moment. Ja, ich habe aber auch noch nicht alles gesehen. Ich habe nur ein paar Szenen gesehen. Das war jetzt. Hä? Und los? Ich habe jetzt kurz geschaut, ob es irgendwo eine Ansicht, Dings gibt. Wie man das öffnen kann, aber da, keine Ahnung. Da gibt es immer nur Videos, was dahinter ist, aber nicht, wie man es öffnet. Und aber es ist offen, also es offen. Also man kann es besuchen. Ja. Und den Typen, den ich mir jetzt vorher gerade angeschaut habe, der hat. Der war vorher im Buschlabor und hat dort irgendwas gemacht, aber ich habe nicht gesehen, was. Er hat nichts gezeigt. Er ist nur rumgelaufen und auf einmal war er da. Irgendwie sehr strange. Fairy Tale wird ab Staffel 3 interessant, meiner Meinung. Okay. Wie gesagt, ich muss es noch schauen. Ich hab's leider. Aki, ich muss aus dem Nebel raus, weil meine Maske ist fast hin. Okay, ich folge dir. Deine Maske dürfte auch fast voll fertig sein, kaputt sein, oder? Moment, ich muss schauen. Oh, oh ja. Wird verfolgt. Dun 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 dun. Alter. So. Bin ich froh, wenn ich die Brille wieder auf hab. Das vögelt meine Augen gerade komplett. Ich bin zumindest mal aus dem. Ah! Hey, Goof. Ich bin zumindest mal aus dem Gas draußen. Das heißt, Becky pupst nicht mehr. Ja, genau das. Also ist doch irgendwas im Buschlabor, was wir da noch machen müssen. Ja, es scheint so. Ich weiß aber, wie gesagt, ich habe mir das nur ganz kurz angeschaut und es gibt auch keine schriftliche Beschreibung, sondern du kannst dir nur Videos anschauen. Na, es gab ja mal, es wurde ja eigentlich gesagt, wenn, wenn mir da irgendwie was. Oh, ich darf meine Brille. Ich glaube. 10 Minuten, dann sind die 10 Minuten jetzt rum. Yay. Oh Gott, warte, Sekunde, Snacko, dann sehe ich wieder was. Stress dich nicht, stress dich nicht. Ich bin eher noch überlegen, wie wir das blöde Labor öffnen. Könnten wir nämlich nochmal da in das Buschlabor schauen. Weil eigentlich hieß es ja, wenn wir diesen komischen Knopf drücken, dass dann irgendein anderes Labor aufgeht. Aber das ist ja jetzt hier noch nicht. Ja, wie gesagt, er hat. Ich habe jetzt nicht gesehen. Vielleicht findest du ein besseres Video, ich weiß nicht. Oder eine bessere Beschreibung. Moment.
No. Och, Dark. Ey. Also, ich hab eben noch gesagt, mir brennen eh die Augen. Oh je. 13. Ja, jetzt google ich nicht, weil jetzt sehe ich es wieder. Ja, nicht. Warte, dann google ich nochmal. Dann google ich, versuche ich nochmal zu googeln. Ja, merkt man. Wenn jemand schon sagt, ihm tun die Augen weh und dann nochmal die Brille weg. Du beschützt mich, ich stehe hier einfach irgendwo am Ende. Genau, weil ich eben nichts sehe und meine Augen sowieso schon tränen, ist gerade so ein Bombardierkäfer auf mich zu. Und ich habe ihn nicht gesehen. Plötzlich wurden einfach nur die Augen rot. Ich lock ihn von dir weg. Ja, nur gerne das Nebellabor. Ich glaube, ich bleib doch bei dir stehen, weil ich sehe einfach gar nichts, wenn ich da durchlaufe. Oh. Ich bleib jetzt hier stehen. Aber da... Ich weiß schon, warum ich... Das nicht trigger... Alles gut, Goof. Wenn ich nicht wollen würde, oder wenn man es nicht triggern soll, dann hätte ich es ja wegmachen können. Und WB, Ravi! Warte, ich mach schon mal deinen Wassermarsch. Ist nur gerade ein bisschen unangenehm, weil durch die Pollen... Durch diese verdammten Pollen... Ich meine, heute... Weißt du, gestern... Wo strahlender Sonnenschein ist, gehen die Augen, heute regnet's und die Augen einfach nur. Mann, ist. Und ich glaube, Hallo 10 war auch dabei, ne? Dark muss sich wirklich nicht entschuldigen. Alles gut, alles gut. Moment, einmal Hallo 10. Ah, übrigens, das ist das andere Zelda-T-Shirt. Warte mal, der Panda ist im Weg. Grounded Fog Lab. Schauen wir mal, ob das andere da noch ankommt. Lab, okay. Gut. Gut, vielleicht sind es auch heute erst die Nachwehen von gestern mit den Pollen. Könnte ja auch sein. Ein Kaffee leer, schade. Soll ich dir ein Cappuccino machen? Ja, bitte. Kann dir anbieten einen Vanille, einen normalen oder Karamell oder Schoko? Oh, Karamell oder Schoko, eins von beiden. Ja, es sind halt diese ganz normalen Kapus, wo du halt so kaufen kannst, weil es zum Ignorieren, aber sie sind gar nicht schlecht. Ronny hat sie auch gern getrunken, als er hier war. So, vom August des letzten Jahres. Nein, das interessiert mich nicht. Aber sagt. Alles klar, Doc. Bis nachher. Doch, 20. Das interessiert mich nicht. Aber was Aktuelles, Leute. Leute. Warte, ich helfe auch nochmal mit. Grounded. Ich weiß, es ist doof, wenn wir jetzt gleichzeitig googeln müssen, aber... Ja, aber es ist ja... Wir haben angeblich das gemacht, was wir machen sollten, aber es ist trotzdem noch zu. So, how to... angeblich nennt sich das Haze. Haze Lab. Mahlzeit, Dark. Haze Lab is an unmarked ground. It can be found a short distance east. Oh. Hallo Leute zu einer neuen jetzt, Folge von Grounded. Ja, in der letzten Episode haben wir in dieser riesengroßen Hecke, die ganz hier am östlichen Rand der Karte steht, diese fette Einrichtungsbasis hier gefunden. Und als wir dann da das letzte Mal quasi erstmal hier so reingeschlittert sind, haben wir ja diesen Computer entdeckt. The Weed Killer Tank. Das ist okay, und weil dann, steht ich dabei, hab's hier ganz like gerne so, dass die Gegner dich bezwinge, möglichst einfach sind. Shut from the player and will be available in a future update. Ja, aber schauen wir, von welchem Datum das ist, weil ich glaube, das ist von August letzten Jahres. Hey.
Keine Ahnung, das war auf der. Ja, aber gib mir jedes Mal 100 pure Wissenschaft, das ist super Sache. Seite. Alles klar. Echt genial. Was ist denn? Warum bin ich verletzt? Ich hab Hunger, oh Gott. Ich habe ja auch nichts zu trinken mitgenommen. Oh, das war clever, Daniel. The lab where there are multiple working dialogues tapes and multiple items you can pick up. Okay. Da ist ein zweiter Zettel. Wind Waker, ja, genau, genau. Wind Aber was ist jetzt hier draußen? Da habe ich jetzt mal mittlerweile wagen? zwei da mal von kurz Wind ein bisschen Waker. Gucken. Aki, was tust du da? Ich habe gerade. Ich mag die Musik ja unglaublich. Ich habe versucht zu lesen. Nee. Und meine Augen sind gerade ein bisschen im Und ich muss leider sehr nah an meinen Monitor ich habe schon die Orientierung verloren, wo ich jetzt noch überall hingehen kann. Das sieht natürlich nicht besonders scheiße aus. Ja, ich hatte ja gedacht, dass man das Passwort braucht, um diese Basis zu erkunden. Nein, man muss die Basis erkunden, um das Passwort zu bekommen. Und hey, hat mindestens 5 Zettel finden. Ich hoffe, dass sie noch gnädig sind und mir hier überall noch so ein paar Bandages verteilt haben. Weil ich habe keinerlei Rohstoffe dabei, um mir das selber zuzubereiten. Hab ich schon gesehen auf TikTok. Hallo. Hi, weg. Aber ich kann nochmal einen Double Check. Kannst du die Tür echt nicht aufmachen? Nein. Okay. Ja, schade. Hab ich denn eigentlich so Nektar dabei oder sowas, weil ich Durst hab? Das da, jawohl. Ja, wenigstens ein bisschen Wasser. Ja, okay, jetzt dann hier lang. Oh, noch so einer. Oh. Ja, vielleicht sind die anderen da wirklich nur reingeglitscht. Der eine ist nicht reingeglitscht, der eine ist tatsächlich reingekommen. Da ist die Tür aufgegangen. Die haben echt Damus Obsidian noch ein bisschen arbeiten. Also, die sind nicht so. Ich hab ja noch ein paar Mütchen. Eine Herausforderung, wenn man sie irgendwie in so eine Wegfindungsschleife schießt. Das ist wieder schließen. Es geht gar nichts. Das ist leider bei meinen Augen ein bisschen doof, weil ich eben Pollenallergiker bin. Wie du stehst in mir fast. Okay. Folge dem Licht. Ja, lauf ein bisschen nach links, weil direkt vor uns ist ein Bombardier. Ja, nein. So erschreckt, weil ich bin runtergelaufen. Ne? Bin runtergelaufen und hab halt überhaupt nicht. Ja, aber das sind drei Stück, zwei, die schlafen und einer rennt rechts rum. What the fuck? Und in einen bin ich halt direkt reingelaufen. Plötzlich wurde es nur rot. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach durchrennen, aber warte mal. Kappa, kappa. Hat sich der jetzt hingelegt? Aki, wir rennen jetzt. Okay. Run! Okay. Becky! Wir runnen und Becky macht den Haar. Lebst du noch? Ja. Ah, fuck. Ich renne jetzt einfach irgendwo, wann war hier da? Grüner Punkt, in den grünen Punkt muss ich hin. Nein, ich häng am Klee. Renn. Nein. Sehr schön gemacht. Puh, Bernie, puh. Da könnten wir jetzt Hilfe von bezüglich des Nebellabors könnten wir jetzt eigentlich Hilfe von Leuten brauchen, die da vielleicht schon ein bisschen mehr Spielerfahrung haben. Wir sind zwar nicht so die wir möchten zwar nicht dauernd gespoilert werden, aber da hätte ich gerne schon Hilfe. Ja. Weil das wäre nice to know gewesen. So. Ich werde jetzt mal das. Hey, wir haben es lebendig zurückgeschafft. Juhu. Ich bin noch mit Mini-Herzinfarkt. Okay, aber das Getrocknete verbraucht Aki, schau dir Wasser. Mal mein Abzeichen von meinem Nick an. Was hat's jetzt? So, jetzt kann ich gucken. Alter. Aber vor 2 Wochen hatten wir die Einblendung im Chat, das war da, wo ich dann so. Einfach nur so.
What the fuck? Ja, hast du verdient. Warum? Weil so. Ah ja. Huch. Marcel Wookie, vielen Dank. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Und entschuldige, dass du mich gerade komplett ohne Brille... Oh, ich darf ja meine Brille wieder anziehen. Yay! Aufsetzen heißt es nicht anziehen. Ah, ich darf es wieder aufsetzen. Hi, Sentry! Und hey, Sentry! So, jetzt nochmal richtig... Auch hier schön mit einmal Danke und einmal Liebe. Dankeschön. Schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Haben wir vielleicht doch nicht alle Schnipsel? Nein, warte, wir haben 4 Schnipsel, das sollte reichen. Ja, weil die Schnipsel waren ja, damit wir in diesen roten Raum rein konnten. Ja, mich wundert es, dass wir die halt immer noch in meinem Avatar drin haben. Anziehen. Dafür gehörst du gleich wieder weg. Ja, nein. Bitte nicht. Ah, warte mal, unser Dörrfleisch ist fertig. Ja. Nimm mal runter und mach gleich wieder drauf. Und schmeiß dir dann auch welches ab. Ich habe auch noch eins zum Aufhängen. Ja, irgendwie ist nur einer mit dem Arsch durch und die anderen durch den Mund. Okay. Naja, wie war das mit dem Läuse-Centipede? Naja. Aber ich glaube, ich darf die Brille abnehmen. Den Haarreif. Die 20 Minuten müssten auch rum sein. Ich mache mal ein paar. Gott, bin ich froh, wenn die scheiß Haare nachgewachsen sind. Ah ja, okay. Ich mag das über. Ja, ich weiß, es sind nur Haare, aber ich mag es halt nicht. Man, ich weiß, es ist nicht schlimm, aber es darf einen ja stören. Stören darf es ja. So, jetzt haben wir das da. Oh Gott. Also Pelze brauchen wir so schnell auch wieder nicht. Dann viel Spaß bei deiner Oma Kaffee trinken. Lass es dir schmecken. Nicht verwöhnen. Oh, aber er wird Kaba trinken. Und ja. Also das ist sein Rutschding. Bums. Das Dings. Also Sangreen Kaba nehme ich ja auch. Om nom nom. Keine Müdigkeit vortäuschen. Das wäre jetzt auch die nächste Reaktion gewesen. Keine Müdigkeit vortäuschen. Stopp, die Ameisensachen hatten wir, glaube ich, hier. So, bitte. Wollte ich nur meine Gasmaske reparieren. Komm, die Spinnenteile machen wir auch in die andere Kiste. Warum? Weil da haben wir eh die Spinnensachen. Okay. Okay. Was war das gerade für ein Sound? Weiß nicht. Ich glaube, mein Char hat... Der Char hat gepupst. Nein, ich glaube, der Char hat gerade Hunger, obwohl sein Essen, also mein Magen macht so im Ingame. Okay. What the fuck? Hm. Ich habe hier so verseuchte Käferteile. Kann ich die auch irgendwo hin tun? Muss mal schauen, in der zweiten Kiste habe ich da welche rein. Ah, was kann man eigentlich mit denen machen? Haben wir auch noch nicht rausgefunden. Waschen konnte man die auch nicht, glaube ich. Sind schon analysiert. Ich wollte es sagen, die müssten schon analysiert sein. Da. Irgendwas wollte ich jetzt gerade in der Kiste ablegen. Ach genau, die Gasmaske. Ziehen wir wieder auf und die Gasmaske legen wir wieder ab. So. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Wenn auch nur ein bisschen, aber... Ich werde mal ein paar... werde noch auf altmodische Art werde ich jetzt noch ein bisschen was braten. Okay. Brat am Bratgerät. Oh.
Ey! Ja! Warum? The fuck? Also wenn du es lieber roh futterst, dann also... Eigentlich nicht. Vor allem, es nimmt mir gerade ständig Health ab. Oh Gott. Ich wollte schon sagen, I won't judge you, aber... In dem Falle, please judge me. Oh Mann. Ich wollte eigentlich nur eine Fackel bauen. Eine was? Eine Fackelkackel. Ach so, eine Fackel. Ich habe eine Fuck you verstanden, deshalb dachte ja, ich. Ja, ich wollte eine Fuck you basteln, Aki. Okay, eine Fuck you. Fuck you einfach. Fuck you. Ist das dann ein Natur-Di-? Nein, ich sag's nicht. Kretzminiert, ich bin voll mit Stängli. Was machen wir jetzt in Grounded? Wir haben zwar diese zwei Aufgaben mit Fliegenpelz und so. Haben wir den Fliegenpelz eigentlich noch? Wir hatten doch irgendwann einmal Fliegenpelz. Nee, haben wir nicht. Ja, das haben wir alles hier drin, aber wir müssten Bienen töten. Das meinte ich ja, Bienenpelz. Zocker, ja, hat sich schon wieder die Hände vom Kopf zusammen, Facepalm. Okay. Da. Da! Das heißt, wir müssen jetzt eine Fliege töten. Biene töten. Hier, bitteschön. Extra für dich. So. Extra für dich. Ich habe auch gestern aufgeschrieben, das muss ich dann heute nach dem Stream noch machen. Und zwar ein Ausrufezeichen bei. Wow! Das heißt, Aki, Hilfe! Wo bist du? Ich habe eine Biene angeschossen. Oh. Wow! Aber jetzt ist Lust auch noch. Tut mir leid, Klein. Aber wie der Kopf abfällt, ey. Und die Beine. Alter. Oh. Oh, das ist so ekelhaft. Da hinten liegt dein Pfeil übrigens. Ja, das war die einzige und letzte, die wir getötet haben. Alles andere. Das war's. So, mehr töten wir. Ja. Ja, ich weiß. Wir brauchen es aber. Dann ab ins Analysier. Ich schau gerade, wo das nächste ist. Ich glaube, das war auf dem Weg zurück. Rechts von uns ist eins direkt, aber das sind, glaube ich, Spinnen. Das will ich nicht riskieren. Na, die andere Seite, also links von uns. Das links von uns ist das, was ein bisschen safer sein müsste. Oder das am Weg zum Startpunkt, da ist ja auch eins. Ich gehe zum Startpunkt. Das meine ich ja. Aber das war jetzt, das war hinter uns. Ja, genau. Du hast links von uns gesagt. Ja, links von der Map. Von der Map aus. Ist aber unter uns. Ja. Oh. Übrigens, die Lockfalle funktioniert gerade sehr gut. Da hängen gerade 4 Ameisen dran. Ah, okay, also. Falls du Ameisenarsch brauchst, bitte. Ich könnte jetzt sagen, ich habe einen Arsch geheiratet, ich brauche keinen mehr, aber. Aber es ist kein Ameisenarsch. Ja, aber es ist mein Arsch. Ja. I understand you. Oh, Minispinne. Ey, what the fuck? Wo kommst du her? Sag ja, also in diesem, ich hab wirklich das Gefühl, bei jedem Load-Game, wenn wir neu hier reinkommen, laden diese Viecher auch nochmal komplett neu. Also wirklich komplett neu. Und wir haben damit einfach kein Glück. Nein, nicht. Wird analysiert, so. Bienenbandregung. Ja, das war die einzige, die wir jetzt getötet haben. Fertig. Yep. Aber zumindest das fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Spinnenfang. Was muss man dafür machen? Ich weiß nicht. Aufgaben. Der Wind trägt Geschichten eines neuen erforschbaren Rohstoffs. Wird er Wissen über Tränke, neue Waffen oder exotische Speisen mit sich führen? Voran auf der Queste nach den Antworten der geheimen Wissenschaft. Ja, Ich fürchte, wir müssen eine Wolfsspinne töten, um so einen Spinnenfang zu bekommen. Nein, wird nicht passieren. Nope.
Ich sag ja, die hat mich einmal, ein einziges Mal erwischt. Ja, aber da hattest du ja noch nicht die Eichelrüstung. Da hattest du ja noch nichts. Da vorne. Nein, das war jetzt eben. Ich hatte meine Eichelrüstung an. Achso, das meintest du. Ich dachte, da läuft eine Wolfsspinne. Ah, irgendwie sind die Wolfsspinnen heute überzählig. Es gibt noch einen Keks. Wahrscheinlich eben wegen dieser einen Daily, die sie uns geben wollten, von wegen töte drei Wolfsspinnen. Die haben doch ein Ei am Wandern. Den Schuss haben sie nicht gehört. Ja, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir könnten das Haus ausbauen. Oder, keine Ahnung. Ich wollte gucken, ob wir nicht eventuell schon einen Spinnenfang haben, was als Spinne zählt. Nee. Sorry, we don't have. We are not cool enough to have something like that. Ich nehme jetzt mal die 4 Bombardierbrocken mit. Und dann könnten wir ja, wenn du Lust hast, schon mal das andere Trocknungsgedönse da fertig machen. Oder willst du es abreißen, dass wir nur hier eins haben? Nee, passt auch drüben, weil vielleicht müssen wir ja eh wieder rüber und dort irgendwas sammeln oder so. Und ja, okay. Da sind wir halt in der Nähe vom Wasser, das ist, also dort in der Nähe, das heißt, das ist eh ganz angenehm. Nur überlegen, ob wir hier abreißen und neu bauen, was halt auch blöd wäre. Oder umbauen, keine Ahnung. Anbauen und dann halt zwischendrin abreißen, aber es ist halt, du hast halt hier nicht so viel Platz, um groß anzubauen. Ja, aber das wäre halt eine gescheite Basis, obwohl die Basis ist ja wurscht, da haben wir ja dieses Stängel-Dings. Aber genau. Weiß nicht, dass man halt hier auf der Seite noch was dazu baut, dass man das halt da ein bisschen vergrößert oder. Und hier ist sowieso wurscht. Hier haben wir eh keinen Platz. Ja, das ist es ja. Also viel Platz haben wir hier auf der Ebene nicht. Die Anzeige der Rüstung sieht aus wie Mini-UFOs. Stimmt. Aki ist ein Mini-UFO. Was? Ein undefinierbares Dingsgerät, ja. Ja. Ist ein UFO. Was? Yay, Buchstabensuppe. Guten Appetit, Dag. Lass es dir schmecken. Mahlzeit. Oder wir bauen noch so ein schwimmendes. Das könnten wir versuchen. Da wäre ich dabei. Dass wir mal so eine schwimmende Base probieren. Okay, dann hole ich jetzt noch die andere Rüstung mit. Ich die zumindest habe. Welche? Die Ameisen, damit man mehr transportieren kann, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann bauen wir einfach mal unsere Wasserbasis aus. Hätte ich gesagt. Lass da noch ein bisschen was spinnen. Spinnen wir noch nicht genug? Nee. Aber das Spinnenseil können wir immer wieder brauchen. Und wir könnten auch theoretisch auf diesen. Ich hab's mir gerade verkniffen. Danke, Becky. Theoretisch können wir auch auf dem Baum bei bestimmten Punkten so Anker, so Seilrutschenpunkte bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das könnten wir auch tun. Hast du eigentlich ein nur so, ich frage für einen Freund, Overwatch patchen lassen? Ja. Ich auch. Natürlich. Ich frage für einen Freund. Mhm. Nur für den Fall der Fälle, dass wir vielleicht nachher noch was machen. Ja, ist okay. So. Gut, ich würde jetzt einfach mal auf dem Weg zu. Oh, warte, ich muss da was. Ja, passt. Ich musste mein Rapier reparieren, das habe ich vergessen. Dein Rapier reparieren? Das hat schon wieder ein bisschen. Ja, mein Speer hat auch nicht mehr ganz so viel, aber da warte ich noch ein bisschen, bis er noch ein bisschen weiter unten ist. Ja, meiner war leider schon relativ weit unten gewechselt. So, ich werde jetzt mal zu unserer momentanen Standardbasis gehen. Ja, ich bin hinter dir. Wow!
Nehmen wir das Fliegenfleisch mit. Das kann man da auch trocknen. Alter Schwede. Ich hoffe, das spawnt jetzt keine Spinne. Ja, ich hab grad durchgehend Gänsehaut. Ich hab wirklich durchgehend Gänsehaut. Undefinierbares Flugobjekt. Yo! Die Fliege? Na, Dark hat's gesagt. Achso. UFO. Aber... Ich schau grad, ist hier irgendwas? Weil zum Beispiel könnte man hier oben sicher eine schöne Rutsche darüber machen. Runter oder wisst ihr? Einmal so in alle Richtungen. Oder eben darüber zu der Dingsbums. Geht das da überhaupt? Warte kurz. Ich will das jetzt mal testen. Ja, Seilrutsche. Und hallo 10, warte. Oh. Muss sagen, nach der langen Zeichner-Session ist das mit dem Strecken heute richtig angenehm. Heute wäre es möglich. Dass man hier allerdings hinbaut. Knack, knack. Was knack, braucht man eigentlich für eine schwimmende Basis? Vorsicht, der kommt flach. Oh, wir brauchen Bärenleder. Das heißt, wir müssen sowieso rüber zum Wald. Wir müssen mal zurück, weil ich habe ganz viel Bärenleder im Haus liegen lassen. Und Hautstängel und Ton. Ich würde sagen, warte mal. Ich renne jetzt nochmal zurück. Alles klar. Hole mal ganz viel Zeug, was wir alles brauchen könnten, weil Seegras brauchen wir sowieso auch für die schwimmenden Basen. Da müssen wir sowieso noch was ernten unter Wasser. Jo, ich hätte sowieso noch ein paar Knochen suchen wollen. Also ich weiß ja, wo sie sind unter Wasser. Ja. Damit ich dann zwischendrin den Rapier als... Den Speer. Wir sind so gefickt. Wir sind total gefickt. Wieso? Weil eine Wolfsspinne bei unserem anderen Lager rumläuft. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Okay, sie ist jetzt gerade weggelaufen, aber die lief da genau daneben rum. Wenn das gerade ihre Route ist, dann sind wir... Gefickt. Ja, dann sind wir gefickter Dädel. Gefickter Dädel? Yes. Was? Okay, warte, ich pack noch ein bisschen Zeug ein zur Sicherheit. Warte mal, ich schau mal, wo sie läuft. Okay, sie läuft jetzt erstmal weg. Alter, ist die wieso sind die so schnell? Weil es Bitches sind. Ja, aber was haben die an diesen Viechern gemacht? Beim letzten Mal konnte ich auch vor ihr wegrennen. Das war dieses Mal überhaupt nicht möglich. Ja. Irgendwas. Ja. Uah, ich hab Gänsehaut davon, ey. Nee, du bleibst da, dich brauche ich nicht. Ich brauch das hier. Das brauche ich. Weil als ich eben vor der Spinne da weggerannt bin, ne? Ja. Wo ich ihr in den Arsch geschossen habe. Du hast halt die ganze Zeit gehört, wie dieses Krabbeln und dieses Krollen von ihr immer näher kommt. Ja, die war deshalb wirklich dann, schnell. Ja, deshalb habe ich dann wirklich so geschrien. Vielleicht mal, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Ja, aber wir spielen eigentlich auf easy. Dann sollen sie das gerne für Leute machen, die da draufstehen. Eigentlich Unity von Fat Red. Ich wollte gerade, ich habe nämlich eine ganze... YouTube eine ganze Liste mit nur Liedern von Fat Red. Den hast du mir übrigens angetan, ne? Ja, ich weiß. Ich bin stolz drauf. Ja, ich weiß. Ach scheiße, ich habe keinen Platz mehr fürs Bärenleder. Fuck. Dann tue ich mal... So, warte, dann mache ich mal ein bisschen Seil. Ja, ein bisschen Platz haben. Warte mal, ich mache mal das Lied weiter, das nervt. Okay. Storm and Well meet again. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall dann anhören. Das war der alte. Ich höre es halt gerne. Also es läuft bei mir meistens im Hintergrund. Immer so frei und schreibt mir das auch auf. Wenn ich zeichne oder irgendwas anderes im Hintergrund, also nebenbei machen muss. Yep. Und du bist schuld, dass mache ich dir nämlich nach. Weil die Musik ist echt gut. Ja, es ist auch richtig angenehm, einfach das, wenn das im Hintergrund laufen lässt. Das ist super. Storm und
Well, meet again. Okay, warte, die Dinger brauche ich nicht, weil die kann man ja jederzeit dort in der Nähe sammeln. Das ist egal. Aber das braucht man sicher noch. Dann ist schon wieder kein Platz. Ich werde mal das da mitnehmen und das da, denn ich hole mir dann schnell einen Knochen unter Wasser. Und irgendwo müsste ich auch noch Ich mache mal Bärenleder, hätte ich gesagt. Weil Bärenleder braucht man auf jeden Fall. Storm mit Macy Kay und Will Meet Again. Dankeschön. Danke, dass. Ich hab's auf dem Handy auch gesehen. Ich habe ja Snacko immer zum Unterstützen mit dabei. Was wollte ich jetzt? Ah, genau. Dolch. Oh. Da. Ja, jetzt benutzt er immer die Sachen, die schon im. Ach Gott. Das Ding ist ja so bescheuert. Ja, ein bisschen. Weißt du, ich habe die Sachen im Inventar. Bären, also weißt du, Bären-Dings und möchte Bärenleder herstellen. Mhm. Und er nimmt aber immer nicht das aus dem Inventar, sondern das, was du, was also in den Kisten ist. Hm. Yep. So, ich habe jetzt aber 12 Bärenleder. Ich schaue. Basisbau. Schwimmende Basis. Brauchen wir zwei. Dreimal. Ist die immer noch dort? Nein, im Moment ist sie weggelaufen. Also sie ist, wenn wir davor stehen, links weggelaufen. Richtung große Eiche da. Also im Moment ist sie nicht da. Okay. Deshalb, ich konnte jetzt auch erstmal das Messerchen Zeug holen, ja. Und das Wasserzeug, damit ich kurz den Knochen holen gehen kann. Okay. Den Fliegenpelz kann ich ja hier auch drinnen lassen, weil den kann man auch jederzeit holen. Ja, wo bin ich immer runter? Ich glaube noch weiter hinten. Ich habe doch gerade den Käfergummi aufgehoben. Oder ich gehe einfach mal hier nach hinten, ne? Was macht man mit dem Käfergummi? Oh, ich bin viel zu weit rechts. Ah, Spinne unter Wasser. Oh ja, Laura Brehm finde ich eigentlich bis jetzt am besten. Ich mag auch ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, das mit den. Das ist nicht Unity. Oder ist das Unity? Oh, ich habe ein Trampolin erforscht. Nice. Wie heißt auch die. Das hattest du mir auch mal gezeigt auf YouTube. Irgendwas mit Sheep. Suicide Sheep. Suicide Sheep. Ja, genau. Der ist auch gut. Den höre ich auch gerne. Den habe ich auch nur wegen dir. Jetzt klingt so, als hätte ich die Schuld daran, dass du gute Musik hörst. Ja, wie kannst du mir auch nur gute Musik zeigen? Unglaublich. Schande über dich, Schande über deine Kuh, Schande über deine Katze. Über meine Kuh. Ich finde es immer noch so gut. Schande über dich, über deine Kuh. So. Hä? Okay. Ich habe eine Laterne ja, unter Wasser vergessen. Ah ja, genau. Das meinte ich. Glaube ich. Alter, wie sie unter Wasser. Das mit kommt. Den. Monodi. Ich glaube, das ist eh das. Mit. Mit diesen Memories heißt. Die Grabwerkzeug? Was? Also, das Problem ist, wenn ich das jetzt laufen lasse, hört das jeder und das ist blöd. Ja. Und da ja Twitch das dann sogar schon wieder oder vorgestern Mimimi gemacht hat wegen dem Bellamon Sound. Ist ja irgendwas mit den irgendwas mit Memories und Summer. Ich kann mich jetzt, ich sing's immer mit, aber ich kann mich gerade genau nicht an den Text erinnern.
Ist das manchmal nicht immer so? Man singt es so oft, so oft und dann, wenn man es jemandem empfehlen möchte, ist es weg. Ja, genau. Vor allem, es ist so schön, weil es einfach so ein angenehmes Lied ist im Hintergrund. Und du kannst dich da richtig reinversetzen, einfach in dieses Lied. So. Weiß nicht, ich mag das sehr gerne, aber ich... Boah, jetzt hat mich eine Ameise erschreckt, diese blöde Bitch. Alter. So eine Bitch, diese Bitch. Ja, ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe jetzt drei Knöchlein aufgesammelt. Ich komme jetzt wieder hoch. Ich will keine Schokolade. Ich will... Lieber einen Mann. Also, einen Mann habe ich. Ich möchte jetzt gerne Schokolade. Ja. Ja auch. Ich will lieber Schokolade, denn ich habe schon einen Mann. Ich will Schokolade, die ich vernaschen kann. Ja, genau das. Sag. Oh Gott. Ja, ich will jetzt auch Schoko hier. Komm schon, geh. Nein. Komm schon. Stirb, du blödes Ding. Und da wir ja bei einem Mann haben. Warte. Jetzt hatte ich es schon auf. Oh, ich hätte nichts mehr sagen sollen, ich hätte es einfach singen sollen. Und nach der Schokolade vernaschen wir unseren Mann. Okay. Okay, Doki. Oh, schön. Ein einziger Stängel fehlt. Fuck. That's what she said. Ja, that's what she said. Oh Gott. So. Okay, also die Spinne ist bisher jetzt nicht mehr zu unserem Lager hier unten zurückgekehrt. Verbindung blockiert, ja. Ja. Warum? Toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Habe ich das verkehrt aufgebaut? Ich will keine Schokolade. Ich will lieber eine. Ich finde das jetzt sehr interessant, dass ich nur in die eine Richtung verbinden kann und zwar in die andere Richtung. Hä? Kann sein, dass du es in die falsche Richtung gebaut hast. Da ist, glaube ich, wenn du es setzt, ein Pfeil in die Richtung. Glaube ich. Glaube ich. Wieder verwerten. Aber es müsste... Na, warte, kannst du nicht F drücken? Ach so, fuck. Ja, warte, ich habe es schon wieder verwerten gedrückt gehabt. Ach, verdammt. Ich war schneller als du. I was a little bit faster than you. So. Ach ja, Ronny ist heute Abend dabei mit den Punkteverbrauchen. Gestern hat er es nicht geschafft und er wusste auch nicht, er wollte nicht beim Stream halt stören. Weil er dachte, dass es da nicht zusammenkommt oder so. Das ist nichts Pfeil. Aber heute ist er dabei. Das heißt, wir können heute Abend nach dem Abendbrot dann das ganz, ganz schön zusammen machen. Da ist kein Pfeil, glaube ich. So, habe alle Lieder von The Red Binder, kleiner Fanboy. Ja, ich sag ja, dank Snacko bin ich auf die Sachen gestoßen. Ich habe auch die ein oder andere Playlist, diese Songs, die halt gleich mal ein, zwei Stunden gehen. Oh ja, die sind super. Habe ich solche Playlists, die halt einen Song nach dem anderen abspielen, mir rausgesucht. So, ich glaube, ich kann mein Heizgerät wieder ein bisschen ausmachen. Ja, es zeigt aber trotzdem in die falsche Richtung wieder. Ich habe es zeigt keinen Pfeil. What the fuck? No. Warte mal, drück mal E. Also geh mal hin. Ja. Und geh mal rein. Ja. Ja. Ich muss nur warten, bis der Stream bei mir nachlädt. Und ich glaube, du konntest... Drück mal Q oder E. Er macht nichts. Okay, warte, ich komme mal zu dir. Ich bin ja hier eh fertig. Wir könnten aber theoretisch auch noch eine zweite Verbindung bauen unten, damit wir dann halt auch tatsächlich eine Verbindung bauen können. Du verstehst? Wahrscheinlich fehlt genau das. Das kann sein. Wo bauen wir denn die Verbindung? Weil die Verbindung geht jetzt eigentlich wert theoretisch Richtung jetzigen Lager. Da hoch? Komme ich da hoch? Nein, ich komme da nicht hoch. Warum gehst du jetzt rauf? Wir bräuchten die Verbindung zum Lager. Da muss ich zum Lager laufen jetzt. Warte. Du musst ja... Warte mal. Zu dem Wasserlager? Ja. Warte. Weil du musst ja sowieso herkommen, weil ich habe ja die Items dafür nicht.
Ich schmeiße mal das runter. Uno Momento. Zack. Herstellen. Nee, da war's nicht. Nützlich ist wahrscheinlich. Seilrutschenpunkt. Seilrutschen-Ankerpunkt, ob das auch funktioniert? Eine Wand gibt sicher einen stabilen Ankerpunkt für deine Seilrutsche ab. Ich weiß nicht, ob das nicht zu weit weg ist. Und ich befürchte fast, wir müssen das hier hinsetzen. Warte mal. Da, wo ich bin. Moment, schreibe ich mir auch mal auf. The end of the decade. So. Über so Musikvorschläge bin ich immer glücklich. Space, konstruieren. Ich stelle das jetzt hier mal auf, ne? Ich befürchte was, wir müssen es dahin stellen, wo ich gerade bin. Ah, da bist du. Wegen freie Sicht, oder was? Ja. Hast du mal gesetzt, wir bauen noch die ungeraden Stängel, dann müssen wir schauen, ob es funktioniert. Stängel. Warte, ich folge dir. Ah, da drüben ist Unkraut. Auf da kommt jetzt keine Spinne. Nee, die ist wie gesagt so hinter uns Richtung diese Schwammel da gelaufen. Also die war nicht mehr hier. Aber es war halt krass, die stand einfach direkt an unserem Lager dran. Super, vielleicht müssen wir das doch ein bisschen besser ausbauen. Ja, ich denke mal, dass die einfach nur, ja. Ist eine Zusammenfassung von 10 Jahren. Ah, deshalb auch End of Decade. Ergibt Sinn. Timber! We're going on. We're going Timber. Ah, schön. Und jump. Jump, jump. Jetzt bauen wir noch. Fertig. Okay, ich glaube, das ist zu weit. Nein. Geht. Yeah. Nein, geht sich nicht ganz aus. Wir brauchen nochmal fünf Seile. Nein, warte, die fünf Seile habe ich jetzt mal gerade eingebaut. Die hatte ich, glaube ich, noch. Warte. Das müsste funktionieren. Ja, warte. Warte. Aki testet. Wenn sie durch den Klee kommt. Durchs Klee kommt. Durchs Klee kommt. Klingt falsch. Ja, dann bekommt Buschrasieren auch eine ganz neue Bedeutung. Entschuldigung. Oh Mann. Aki. Funktioniert. Perfekt. Da bin ich wieder. ist doch eine schnellere Variante, als von da oben nach da unten rennen. Yep. Oder schweben mit einem Stinksterbumster. Was Stinksterbumster. Nach 2 Sekunden schon wieder kaputt ist. Gut. Now it's the question. Ich hätte jetzt nicht mehr genug Zeug da. What is the question? Basisbau. Ja, jetzt habe ich wieder nicht genug Spinnenzeit. Das heißt, wir können zurück, dann kann ich eh noch mal Essen an den das Dörr-Ding hängen und dann können wir weiter. Ja, ich werde hier noch, also Seegras hätten wir genug, das passt. Wir hätten hier auch noch ein bisschen Spinnenseil. Theoretisch könnten wir eine Spindel bauen. Okay. Ne, haben wir nicht genug Items. Ich tue jetzt mal einfach die Sachen, ja, die wir theoretisch brauchen könnten. Ja, okay. Tue ich jetzt mal da rein. Ich habe es jetzt irgendwo reingehauen. Ja. Ups.
Hallöchen. Ich hätte nämlich überlegt, ob wir hier noch eine höhere Mauer bauen, noch zusätzlich, falls wieder so ein Spinnenangriff kommt. Ja, oder halt einfach ein Dach drüber. Aber ich denke mal, ein Dach rein ist schwieriger, als wenn es offen ist, denke ich jetzt mal. Oder Palisadenzaun. Sowas. Noch zusätzlich, weil das ist nämlich richtig hoch, das Ding. Ja, geht. Ja, man weiß halt nicht, wie hoch die drüber glitschen kann, ne? Oder ob sie auch ins Haus glitscht. Ich glaube, eine ganz richtige Verteidigung wird es wahrscheinlich nie geben. Ja, aber so weit wie möglich halt. Was braucht man eigentlich für eine... für ein Spinnrad? Zwei Eichenkappen, 4 Ton, 4 Ameisenbrocken, 3 Saft und 4 Seil. Das sollten wir aber alles im Lager haben. Hauptlager, ja. Ja, da haben wir es definitiv. Oh. Können wir ja da herstellen und dann nur das Spinnsein mit herbringen. Bist du? Da bist du. Ich würde gerne aber trotzdem hier mal übernachten. Ja, können wir gerne tun. Warte, aber trotzdem. Meine Spawnpunkte habe ich jetzt hier auch gesetzt. Nee, das habe ich jetzt nicht. Ich schon, zur Sicherheit. Ich komplett drüber rennen muss. Passt. Und irgendwas essen muss ich auch. Hattest du zwei Tropfen? Ich hab nur einen jetzt genommen. Wenn du willst. Nein, passt schon. Ich habe gestern mit zwei Tropfen, einen habe ich getrunken, einen habe ich für die Flasche benutzt. Das heißt, einer ist jetzt übrig gerade. Dankeschön. Und ich sollte noch was essen. Einmal. Gut, ich renne mal zum Hauptlager, hänge noch mal Essen auf. Ihr kriegt ja gar keinen Schaden davon. Wovon kriegen wir keinen Schaden? Sorry. Ich hänge jetzt gerade fest. Ordnung 6 setzen. Nee, keine Ordnung. Nieder mit der Ordnung, nieder mit der Ordnung. Was? Ja, wahrscheinlich, weil ihr ja in Valheim Schaden bekommt, wenn... Wenn wir fallen? Ja, genau. In dem Spiel kriegt man keinen Fallschaden. Fallschaden schon. Er meint, wenn ein Baum fällt. Achso. Baum fällt! Stimmt. Das Drake Hollow war ohne Fallschaden. Stimmt. Genau. Da war ja was. Da hatten wir ja noch ein Spiel. Genau. Da habe ich momentan nur Survival Games. Lustig. Ja, wir zwei zocken irgendwie immer Survival zusammen. Ja, ist doch eher angenehm. Ja, weil alleine sind halt Survival Games, finde ich nicht so jetzt. Nicht so der Overburner. It burns! It burns! Was? Fire in the hole! Klee, du kleine Bitch. Stell mir nicht den Weg. Nieder mit dem Klee. Nieder mit dem Klee. Ich bin eigentlich die einzige von uns beiden, die immer die Tür benutzt beim Reingehen, oder? Wahrscheinlich. Okay, warte. Dann kann ich die Fackel... Keine Fackel an. Warum sagt er dann, dass die Fackel weniger wird? Deswegen suchen wir ja noch ein paar Leute. Je mehr, desto spaßiger. Ach so, ja. Deshalb, also Survival Games sind, finde ich auch, deutlich besser, wenn man... At least zu zweit. Genau. Achso, wir müssten demnächst auch mal wieder Ton sammeln, gell? Können wir gerne machen. Weil ich habe jetzt, wir haben jetzt nur noch 20 in dem Ding drinnen, also... Wollen wir kurz rübergehen? Weil das ist ja nicht weit weg, dieser Dingshügel da. Ja, aber, ich hätte sonst bei dem anderen eher gesucht nach. Und da wir jetzt eh noch nicht zu unserem Buschlabor da gehen, also diesem Buschding, werde ich nochmal die Brocken zurücklegen. Im Dings da drin sind. Ich habe mich jetzt gewundert, welche Brocken du meinst, aber ja, das. Theoretisch könnten wir aber dorthin gehen, weil wir brauchen sowieso noch Ton und da gibt es am meisten Ton dort in der Nähe. Und die Bären, aber ich meine, Bären haben wir jetzt eh. Okay, ich habe die Bombardierdinger nochmal mitgenommen. Würde ich sagen, gehen wir da halt dann einfach zuerst hin.
So, dann gebe ich den Ton und die ganze Sache nochmal rein. Mhm. Und dann gehen wir noch zuerst Ton farmen und Bären farmen und so. Da nur ein bisschen ordnen, weil sonst beschwerst du dich. Ja, alles gut. Schau mal in deinen Chat. Ist da vielleicht, ob man Netflix, das weiß ich leider nicht. Also ich glaub's nicht, weil ich glaub's auch du darfst nicht. Ja offiziell auch nicht dein Passwort hergeben. Also glaube ich auch nicht, dass du es bei Twitch streamen darfst. Weil sonst würde ja einer das kaufen und dann, was weiß ich, wenn du keine Ahnung, 10, 15 Zuschauer, dann könnte da jeder mitschauen und das ist natürlich, genau. Ja. Genau, und was Dark auch hier mit dem DMCA, der Copyright von der Musik und allem. Ja, das wahrscheinlich. Ja, stimmt. Wäre illegales Streamen. Und das wäre dann nicht einmal mehr, also ich finde, das wäre nicht mal mehr Grauzone, weil du es ja bewusst auf Twitch gestreamt hast. Du hast es ja geöffnet, du hast es abgespielt und du hast den Stream dafür extra angemacht. Ja. Ich glaube, da würdest du sogar aus der Grauzone rausfallen. Da bin ich Akis Meinung und so. Und auch Darks Meinung, weil das... Gehen wir rüber? Jawohl. Machen wir drüben irgendwas? Nö. Nee. Weil aktuell, es spinnt ja sogar bei mir manchmal rum, wenn ich das Sailor Moon Intro abspielen lasse. Manchmal interessiert mich der Bot von Twitch gar nicht und manchmal Schaufel muss ich reparieren. Wird genau das Stück im Stream gemutet. Bin gleich unterwegs. Also im VOD dann. Alles gut, ich stehe hier vorne und warte. Ich wollte nur... Oh, wir brauchen auch demnächst wir müssen trotzdem auch demnächst Bombardierkäfer töten, weil ich brauche das für die Axt. Die Axt ist schon ein bisschen beleidigt. Ist kein Problem, da hinten sind ja welche, wenn du magst. Dann können wir das alles in einem Aufwasch machen. Ja, dann machen wir das mal. Weil die Insektenaxt haben wir ja auch beide, das heißt, es wird sich auch lohnen. Die ist immer essential. Ja, gut, los geht's. Okay, Doc, dann mach was. Let us run. Warte. Da in die Richtung müssen wir. Ja, ich wollte nur ein bisschen links rum, weil hier ist vorhin. Ich bin rumgelaufen. Vielleicht haben sie auch die. Das war gerade echt. Du bist genau vor diesem Loch hier runtergehüpft. Ei. Nicht gut. Warte. Renne ich gerade in das Loch rein, um zu gucken, was drin ist? Ja. Es war doch das mit den Larven. Ich weiß schon, welches es war. Oh, aber hier ist auch... Boden drin. Okay, bin weg. Da war, glaube ich, auch ein Bombardierkäfer drin. So. Yep. Oh, ja, da unten ist auch einer. Dieser komplette Agro-Käfer dann kam, ne? Da unten ist auch ein Bombardierkäfer am Boden. Okay. Mini-Headcrabs. Ja. Mini-Headcrabs sind down. Soll ich ihn triggern? Warte, ich repariere noch mein Dings, bevor er einfach mal sich entscheidet, mit einem Kampf kaputt zu gehen. Okay. Voll in den Arsch. War das Arschloch? Vorsicht! Ah, ich hab grad gemerkt. Love you. No, thank you. Alles klar, Ravi, bis gleich. Okidok, down ist er. Ist das eine Made übrigens, was du sie willst? Nee. Nicht so unbedingt, gell? Hier unten liegt auch noch ein Pfeil von dir. Hier. Danke. Ist das? Guck mal. Oh, Larve. Komm raus. Na, komm raus. Ja, komm.
Hängt fest vielleicht. Ja, ist tot. Oh, Alter. Oh, noch eine. Ekelhaft. Okay. Oh! Ja, Anastasia, ja. Okay, noch eine. Ah, das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Nice. Aber da ist nichts. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ne, warte, da ist eine Kassette. Siehst du? Waren wir noch nicht? I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? Categorization. Okay. 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 Why not? Wow. Okay. Jetzt hat mich gefetzt, weil die Fackel kaputt gegangen ist. Hat sie ja einmal vrimm gemacht. Oh, schau, da ist Quarz. Nice, soll. Annimmst du? Gut. Ich hab schon. Warte mal. Ich glaub, da geht's. Warte mal. What the Was? Ich hab mich nur erschrocken, weil da wieder eine. Larve? Ja, wir haben gerade das Larvennest gefunden! Ist gut. Von der anderen Höhle, weißt? Ist gut. Oh, jetzt kommen sie alle. Renn. Renn, 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 renn. Das sind ein paar zu viele. Sicher? Weil da oben lagen ungefähr 5, 6, 7 von diesen Viechern. Gehen wir lieber hier rein. Oh, hier ist was und hier ist unter Wasser. Where are you? Ah, hier. Unter, ins Wasser gegangen. Aber da ist nichts Licht. Da ist dunkel. Ja, ich weiß, eklig. Aber hier unten drunter sind. Oh. Ja, aber man sieht ja nichts. Ja, es hätte ja sein können, dass man einfach was looten kann, generell. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich an Luft komme. Ja, wieder. Ach so, stimmt, wir haben ja keine Dings. Oh. La 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 la. Hallöchen. Ratet mal, wer gleich stirbt. Was? Nein, wir sterben. okay. We don't die. Wir merken uns einfach diese Position hier. Und, warte, kann man da nicht irgendwie... Ich würde da gerne einen... Wait, kann man nicht. Komm. Okay, da kommen wirklich alle dann. Kann man da nicht eine Wegmarkierung setzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. So, einen habe ich down. Guck mal, hier liegt noch Quarzit, wenn du nehmen willst. Du hast den Stack schon angefangen. Ah, ja. Sehr schön. Warum habe ich den jetzt in der Hand? The fuck? Okay. Nest aus Löschung! Oh, um Gottes Willen! Okay, okay, okay. Au, au, au! Das sind noch zwei. Ja, der hat nur noch einen Schlag gebraucht. Haben wir gerade das komplette Nest ausgelöscht? Ich weiß es noch nicht. Es kommt noch. Es ist noch Trommelmusik. Hör die Trommel. Aber irgendwie. Vielleicht hat das Spiel nicht damit gerechnet, dass wir einfach mal die komplette. Boah, jetzt hast du mich erschreckt. Das komplette Ding hier auslöschen. ich sterbe nie, nur beim Häuserbau. ja. Was war gestern so gut? Als abgestürzt, auf einmal. Ich seh nur seinen Namen fallen und dann so, oh, er ist tot. Okay.
Ja, das war gut. Das war echt gut. Finde ich. Fand ich sehr nett. Ich bin auch abgestürzt vom Dach, aber ich bin nicht gestorben. Ach so, das war das, wo du meintest, dass das Lager, Das war das mit den Feuerstellen, wo wir oben noch versucht haben, genau, das Feuer vom Regen zu schützen. Also sehr, wie gesagt, es war sehr nett. Der Tod. Geht's da noch weiter? Denk mal, das ist da, wo wir wieder rauskommen, als wir, wo ich eben meinte, hey, du bist vor einem Loch runtergefallen. That could be. Ich bin jetzt wieder draußen. Yep. I'm behind you. Hallo. Yes. Hi. Wow. Was? Da ist noch einer. Oh. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber naja, du siehst deine Ahnen ja jetzt wieder. Sie hat nicht lang genug überlebt, als dass ich ihr hätte sagen können, dass ihre ganze Generation tot ist. Na schau, 20 Quarzit hat sich schon ausgezahlt. Quasi. Jo. Warte. Ausgequarzt. Ausgequarzt. In die Richtung müssen wir. Okidok. Müssen wir. Njom. Njom. Schlafender Marienkäfer. Und da gibt es schon Ton zum Sammeln. So, wer gibt den Ton an? Du. Warte, ich brauche eine Shovel. Kann auch Ton sammeln. Ja, mach mal Arbeitsteilung. Hm? Hi. Weil beim letzten Mal haben wir auch euch beide gesammelt, bis unsere Inventars voll waren. Hi. Ich sammel da drüben ein bisschen. Weil es fällt ja auch gut was ab. Ja. Mutation entdeckt. Dieselbeißer. Warte. Ich darf dann nachher die Bestellung nicht vergessen. Wahrscheinlich wird dann... Also nächste Woche wird der Special Stream wahrscheinlich noch nicht sein. Weil bei dem... Bei dem, was ich anziehen möchte, steht dabei 2 Arbeitstage Bearbeitung und 6 bis 8 Tage mindestens Lieferung. Okay. Okay, was hast du denn für Ideen, Dark? Oder willst du mir dann präsentieren am Samstag? Sicherheitsmaßnahme, damit du nicht wieder abstürzt. Pass mir ja auf, Snacko auf. Ja, ich sterbe nicht, es stirbt ja nur Dark. Ja, ja, aber du könntest ja auch abstürzen, also soll er auf dich aufpassen. Er soll sich unter mich schmeißen, wenn ich abstürze, oder was? Ja, genau. Ich brauch dich ja noch. Dann ist er platt wie die Flunder. Großprojekt in Planung. Okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst bei deinen Planungen oder bei deinem Bau. Was ist mit Lugia? Lugia könntest du sogar aussuchen. Das sind nochmal so Larven, ganz viele sogar. Falls du sie noch ausrotten möchtest. Na, muss nicht unbedingt sein. Stell dir mal vor, die kommen nach Hause und sehen einfach nur noch alles voller Leichen. Stimmt, du hast sie ja nicht gelootet. Doch. Du hast sie gelootet? Ja. Deshalb wusste ich ja, dass wir, oder wo war's? Einen Drüsensack hatten und 9 Köpfe. Obwohl wir noch nicht wissen, wofür wir die Köpfe brauchen. Ja. Aber ich. Also bald. Ja. Ja. Wollte gerade sagen, ich befürchte, ich muss sie jetzt gleich auslöschen. Weil die sind in der Nähe von Ton und ich brauche Ton. Das siehst du, gibst du doch den Ton an. Ah. Macarena. Hi. Da drüben ist noch Ton. Da ist jetzt keine Spinne. Ja, ich bin auch schon ganz gut voran mit dem Ton. Ja. Okay, die Ameise greift den Rüsselkäfer an. Gut, solange sie mich in Ruhe lässt, bin ich zufrieden. Er, sie rüsselt an.
Sie rüsselt den Rüsselkäfer. Und er macht weiterhin komische Geräusche. Naja, du würdest auch komisch, oder unsere Männer würden auch komische Geräusche machen, wenn man ihnen in den Rüssel rüsselt. Machen sie doch sowieso. Ich glaube, das wären dann aber andere Geräusche. Dark, das war ja letztens so lustig, wie wir das Community-Floß mit Sentry und Goof gemacht haben. Ich war ja fürs Angeln zuständig und habe mich halt an die Stelle gestellt und halt geangelt, damit wir halt genug Essen haben. Und ich drehe mich um. Okay, warum ist das jetzt so riesig? Gut, egal. Mache ich weiter. Angel, weiter vor mich hin. Drehe mich um. Okay, wo kommt die zweite Etage her? Angel weiter. Okay, wo kommen die ganzen Kisten her? Oh, das ist ja das Lagersystem. So, okay. Ich habe wirklich nur die ganze Zeit geangelt und wenn ich jetzt nicht geangelt habe, habe ich die Sachen halt auf den Grill gehauen und fertig. Und da habe ich halt. Auch nur daneben. Das ist so, what the fuck? Ja, aber die haben das Spiel ja schon mindestens dreimal, glaube ich, durchgespielt oder so. Ja, wenn du dir Sankris, ja, Alter. Ne? Seine Festung anschaust und er hat jetzt seine Segel fertig, das muss ich mir noch angucken. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn du gesagt hättest, Riesenteil. Oh scheiße, Stechmücke. Ich gehe in die andere Richtung, ich gehe wieder rundherum um die Lacke. Das kommt nur komisch, weil ich jetzt sagen wollte, er muss es nur noch einfärben, glaube ich. Und schon klingt es dann wieder irgendwie extrem falsch. Er muss sein großes Ding einfärben. Ja, dankeschön. Hi, Sankri! Bist wieder da? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Hast du mir ein Kaba mit? Oh, du spielst... Ah, Creativerse. Haben wir auch eine Zeit lang gespielt. War eigentlich auch ganz lustig. Ich habe eine riesen TARDIS gebaut. Und ich habe ein Stargate gebaut und ich habe einen AT-AT habe ich auch gebaut. Was? Weil er gesagt hat, wieso, wo ist der Teufel? Nein, du warst der Teufel, Sankri, weil wir gerade von der... Okay, jetzt wollte ich sagen, weil wir gerade von deinem großen Ding gesprochen haben. Wir haben gerade von deinem Segel gesprochen. Genau. Und dass wir uns das noch anschauen müssen. Bei mir... Nein. Was? Und dass dein Schiff in Raft so mega riesig ist. Und wir einfach nur extrem erstaunt waren. Ja, wir haben gestaunt über dein Riesending. Oh, aua. Es wird nicht besser. Nein, es ist Sonntag. Was erwartest du? Ich habe mich verlaufen. Bin ich. Scheiße. Ich brauche eine Eichelschale, um mein Ding zu reparieren. Aber ich habe jetzt, denke ich mal, genug Ton. Hast du ein bisschen umgebaut, Sankri? Aber ja, in Creativerse könnte ich auch mal wieder reinschauen. Im Alter kann man das auch ein Segel nennen, wenn alles hängt. Oh. Und jedes Mal, wenn man so eine Aussage trifft, denke ich an Pompoko. Oh Gott, ja! Oh Gott, nein! Jedes Mal, dieser blöde Film. Er ist zwar urtraurig, er ist wirklich traurig, aber er ist in manchen Stellen so bescheuert, aber so lustig. Ja, es ist ein unglaublich schöner Film, aber... Aber auch so halt traurig. Und traurig und dass er halt die Leute mit ihrem Sack kaputt machen. Und ja, ich meine jetzt wirklich den Sack. Und sie können ihre Säcke ganz weit ausbreiten und mit der Macht ihres Sackes können sie sich sogar in andere Dinge verwandeln. Und ja, ich weiß, es klingt falsch, aber es ist genau so gemeint. Oder was war das mit dem, wo der alte Mann, wo sie alle auf einem Tuch sitzen und er zieht es ein und ist sofort mal sein Sack? Ja. Also das. Ich bin so froh, dass dieser Stream ab 18 ist. Ich bin so froh. Ich hab dir nicht umsonst gesagt, dass das das Erste ist, was du umstellen musst. I know. So, wie viel Ton hast du? Ich habe 10, 20, 30, 40, 50, 51 Ton habe ich. 101. Okay. Wollte erstmal reichen. Sorry.
Quarz müsste man nochmal... Ah, warte, wir wollten noch Bärenzeug sammeln. Warum renne ich hier weg? Weil wir erstmal unser Inventar leer machen müssen. Ja, aber wir können ja... Also ich bringe das schnell zurück, weil ich muss eben meine Schaufel ins, auch reparieren. Ins Hauptding, okay. Genau. Ja, die Schaufel habe ich vorher repariert. Die war nur noch zur Hälfte verwendbar. Nee, meine war voll. Jetzt ist sie fast kaputt. Hier waren irgendwo Punkte. Ich renne jetzt einfach durch. Bin ich schon zurück? Ich bin am Weg. Ich renne gerade mit dieser einen Dose vorbei. Hold on, I'm coming! Yep. Ich hab einen Hänger. Oh, ich hab noch aber, Hänger. Aki, ja, ich weiß, dich interessiert Creativeverse momentan überhaupt nicht, wahrscheinlich. Nicht so. Das wäre aber auch eine Überlegung, ob ich das vielleicht irgendwann mache. Das war halt eines der Spiele, das hatten wir zusammen ja, angefangen. Ja, ich weiß. Das hat sich ausgebaut, es war alles fertig und ich stand dann da, okay, was soll ich jetzt noch machen? Ja, ich weiß. Das hat mich immer so begeistert, dieses Spiel. Ich muss das auf einem anderen Dings machen. Das war generell bei Aufbauspielen. Bei Grounded ist es nur nicht so eskaliert, weil du gesagt hast, du zockst es nur offline mit mir. Online. Online, genau. Ja, da habe ich mir Mühe gegeben. Aber es war auch so ein... Wie will ich eigentlich weiterspielen? Nee. Ja, ich weiß. Aber ich war brav. So, die Kiste ist voll und ich habe immer noch davon. Ja, ich habe noch 30 Quarz... Quarzit. Oh. Dings. Ich habe auch noch extrem viel... Ist auch absolut nicht böse gemeint, weißt du? Es ist halt nur... Ich verstehe dich schon. Aber theoretisch wüsste... Halt so den Spielspaß dann weg. Ja, ich weiß. Wie gesagt, es tut mir nochmal leid, dass ich da so vorgearbeitet habe. Aber ich fand das so cool und es war ein tolles Spiel. Ich kann es ja verstehen, das ist ja das Problem. Aber das war auch bei, wie hieß es, No Man's Sky. Ja, da bin ich auch vorgearbeitet. Zwei Tage offline, komm wieder und erstmal bist du schon, was weiß ich, in wie vielen Sternensystemen. Ja. Ich denke mir so, what the fuck? Ja. Aber theoretisch könnte man was Neues anfangen, alles resetten und weil ich weiß ja auch nicht mehr, was, wie, wo, wann, warum gebaut worden ist. Also theoretisch. Theoretisch. Würde man halt bei Null anfangen, weil jetzt habe ich es auch schon lange nicht mehr gespielt. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wie was funktioniert. Also es ist nur so mal so ein Lückenfüller, hätte ich mal gesagt, zwischendurch, aber... Hey Schicki, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Wenn für mich vielleicht, weiß noch nicht. Ja, why not? Hab ein bisschen umgebaut. Okay, es sind jetzt keine 1150 Fundamente mehr, sondern nur noch ca. 900. Best. Bei Sankri? Ja. Holy moly. Hi, Shiki. Und Dark schreibt bescheuerte Filme. Wenn er die auf Ziegen starren. Ja, der Film ist echt behindert. Sausage Party. Ich sag nur Sausage Party. Ja. Okay. Ja. Ist gut. Immer noch. Warte, hast du da jetzt eine von den Boxen noch Nüsse reingetan? Ich hab noch Eicheln. Sollen wir die Nüsse darüber tun vielleicht? Also bei der Sausage Party halte ich meinen daraus. Na, die wurden ja auch nur in Brötchen und so reingebuttert. Ja. So Sausage Party, no comment. Yep. Oder Party. Ah, du hast auch. Dark hat auch keinen Bock auf. Creativeverse. Ich denke mal schon, also Creativeverse, ich glaube schon, dass es lustig wäre, wenn du das zu mehr machst. Vor allem, wenn du so Großprojekte hast, weil ich habe jetzt zum Beispiel irgendwann mal ein Großprojekt gestartet. Es war halt richtig zart, die ganze Zeit Stein abzubauen und alles zu sammeln. Aber zum Beispiel habe ich die Flying Lamp gebaut. Also die hat dann im Endeffekt richtig cool ausgesehen. Und so ein bisschen rumgebastelt und das schön gemacht und so. Und aber da ist es halt natürlich viel interessanter, wenn du es dann zu mehr spielst und
Vor allem die Map ist ja so riesig und du kommst kaum vorwärts. Und ein Pokéball habe ich, glaube ich, auch irgendwann gebaut. Lol. Ja, ich habe zu... Da war ich schon lange raus. Ja, nein, das war ganz am Anfang noch. Den Pokéball habe ich relativ früh gebaut. Das aktuellste war eben... Da war ich dann schon weg und die Flying Lamp habe ich auch nie gesehen. Doch, die hast du gesehen. Du hast einmal reingeguckt. Na, Flying Lamp habe ich nicht gesehen. Das Schiff doch hast du. Von weitem zumindest. Weil da war das Schiff schon da und das, die Flying Lamp war aber immer noch nicht fertig. Da fehlt nämlich ein Stein, den ich nicht erforschen kann, weil ich den bestimmten Stein nicht habe. Den kriegst du nur durch Zufall, die Dingsbums. Ich hab's Inventar leer. Ich hab mal den restlichen Ton noch hier in den kleinen Korb gelegt. Ja, es danke. Oh Gott, Bakemonogatari. Oh Gott, ja. Ja, Shiki, nein, es geht mir gut, ein bisschen müde. Ich habe heute fast den Stream verpennt. Da war Aki schon ein bisschen säuerlich. Es tut mir auch immer noch leid. Nicht säuerlich, ich hatte innerlich Panik, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und wir haben gestern, Dag und ich haben gestern angefangen mit Valheim. Und ich habe halt untertags, ich habe halt in der Nacht davor, war ich lang wach, so bis 4 oder so. Hab dann bis um 12 gepennt, dann war ich einkaufen, dann bin ich geputzt. Also Gartic Phone hatte ich gestern nicht die Motivation, also da musste ich noch ein Bild zeichnen. Und du hattest ja eh gesagt, du bist die ganze Zeit zwischen Küche und Pizza hin und her gerannt, da hätte es ja nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, ich ja beim Herrichten war, beim Rumräumen, ein bisschen putzen, da war ich die paar Minuten, war ich beim relativ am Ende, das war ja einfach nur schnell gezeichnet, also da habe ich nicht lang gebraucht für das Bild. Ich wusste ja schon, was ich zeichnen möchte. Und es war ja nur ein kleines Bild. Aber sonst geht's. Wie gesagt, es war einfach nur das Hin- und Her-Gerenne. Und das nächste Mal...